Genau, also diese Aufzeichnung, die ist gestartet. Keine Sorge, man wird euch da nicht drin sehen. Also das bleibt alles ganz privat für euch. Und schön, dass ihr da seid. Und ich möchte hier zu Beginn einmal kurz nochmal so zeigen. Im Chat, da habt ihr ja auch nochmal dieses Dokument, das könnt ihr euch runterladen. Da sind die ganzen wichtigen Verlinkungen drin. Und zum Beispiel eben auch der Zoom-Link. Und ich möchte jetzt einmal kurz in eine Freigabe gehen, wo ich euch das hier mal zeige. Also da solltet ihr jetzt diesen Grundlagenkurs hier sehen. Ich habe mal so ein anderes Konto noch für mich erstellt. Und in dem Dokument ist dann eben auch drin, dieser Zugang zu den Grundlagen der Homöopathie. Ich klicke da mal drauf, da sind also 8 Inhalte drin und da ist dann auch so eine kleine Anleitung drin, ein Glossar ist da auch drin, was so einige Begriffe erklärt und außerdem gibt es da auch eine Möglichkeit zum Austausch. Das funktioniert dann so, dass man dann also jetzt in irgendein Textdokument was reinschreibt und das dann da hochlädt und dann haben wir eben so 3 E-Learning-Grundlagen der Homöopathie, die man da also durchführt. Hier ist auch nochmal der Zoom-Link und so weiter. Also bucht einfach mal diesen Kurs, der ist kostenlos und dann könnt ihr den schon mal durcharbeiten. Habt ihr also schon mal dieses Grundlagenmodul für euch. Des Weiteren ein kurzer Blick auch nochmal auf dieses Dokument, was ich ja eben, das macht ihr einfach im Chat, dass ihr euch das dass ihr euch das also anschaut. Einfach draufklicken. Im Chat ist nochmal dieses Dokument zum Download. Und wie gesagt, das hier ist so ein Grundlagenmodul, das ihr durcharbeiten solltet. Da braucht ihr schon ein paar Stunden dafür, aber das könnt ihr ja auch lang nach und nach machen. Und außerdem ist es dann auch so, wenn man dann irgendwie mittendrin aufhört und dann sich wieder irgendwann einloggt, dann geht es da an der Stelle weiter, wo man dann eben aufgehört hatte. Okay, wunderbar. In deinem Chat ist nichts. Ja, dann mache ich das nochmal hier rein. Jetzt hier alle Unterlagen. Und zwar mache ich das jetzt an alle im Meeting. Ach toll. Moment, das muss ich jetzt tatsächlich nochmal herausholen. Diesen Link, nicht, dass ich den falschen euch hier rein tue. Also kommt er hier rein. So. Sollte eigentlich an alle jetzt gegangen sein und im Chat zu sehen sein. Ja, mache ich sonst vielleicht nachher nochmal, aber jetzt ist es da. Wunderbar. Ja, okay, dann wollen wir, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gerade jetzt auch seht. Ich glaube, ihr seht das jetzt auch, Unterlagen für die Grundlagen Homöopathie. Nee, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, nicht die Verlinkung jetzt gerade offen dafür, aber es macht auch nichts, weil ihr da einfach draufklickt. Gut, ich gebe jetzt hier das hier frei und wir fangen noch mal kurz bei Calendula an. Da hatten wir ja letztes Mal damit aufgehört. Ach so, ich wollte ja auch, euch auch noch mal zeigen, da muss ich jetzt doch noch mal kurz hier in die andere Freigabe. Ich wollte euch auch noch mal zeigen, wo ihr die Aufzeichnung vom letzten Mal findet. Und zwar haben wir einen Blog, einen Heilpraktiker-Blog, in dem aber eben auch ganz viele Homöopathie-Inhalte, Phytotherapie-Inhalte und so weiter drin sind. Und den zeige ich euch jetzt hier auch nochmal. Das ist also zu finden hier unter Wissen Plus und dann Heilpraktiker-Blog. Und da habe ich also erstmal diese verschiedenen Lernsnacks. Da könnt ihr schon mal überprüfen, ob ihr vom letzten Mal schon was mitgenommen habt. Und hier zum Beispiel ist dann auch, sollte dann auch die Aufzeichnung vom letzten Mal drin sein. Genau. Ne? Arsen in der Homöopathie, da habe ich auch die Aufzeichnung vom letzten Mal mit reingepackt. Könnt ihr euch also ansehen. Außerdem gibt es dann immer diese kleinen Lernsnacks, wo man dann so ein bisschen überprüfen kann, ob man da schon was verstanden hat davon, was mitgenommen hat, was eben jetzt zum Beispiel so eine Arznei wie Arsenicum album in der Homöopathie für eine Bedeutung hat. Ja, und jetzt gehen wir wirklich zu Calendula wieder. Und Calendula ist auch in der Homöopathie kein riesiges Mittel, aber es hat doch wirklich sehr gute Eigenschaften, so eben ganz besonders für Verletzungen. Und ihr seht das hier, das sind eben vor allen Dingen auch Rissverletzungen,
Das sind Verletzungen, wo auch Substanzverlust ist. Da geht es aber eben auch um Wunden nach Operationen. Es wird ein gesundes Granulationsgewebe ausgebildet. Und es hat auch, und das ist eben auch aus der Phytotherapie bekannt, antiseptische Eigenschaften, sodass also jetzt zum Beispiel Eiterungen damit auch sehr gut behandelt werden können. Und da habe ich jetzt eben auch gleich einen kleinen Fall für euch, wo wir das dann also auch schön drin sehen können. Und ja, und ansonsten guckt euch nochmal die Aufzeichnung an, was ich ansonsten eben über Calendula letztes Mal gesagt habe. Hier sehen wir jetzt so einen Fall aus Stapps Archiv. Stapp war ein, ja, Zeitgenosse Hahnemanns, der also auch mit ihm zusammengearbeitet hat und vor allen Dingen ganz viele Arzneimittelprüfungen gesammelt hat, aber eben auch Fälle. Und da haben wir diesen Fall hier. Ein 16-jähriger Junge geriet im Juli 1845, ein ganz neuer Fall, mit dem Arm in ein Mühlenrad. Naja, da gab es also eben noch Mühlen, ne? Und die haben auch wirklich intensiv mit so wasserbetriebenen Maschinen gearbeitet. Der linke Oberarm war gebrochen, die scharfen Spitzen des Knochens hatten die Haut durchstoßen und traten hervor. Eine tiefe Fleischwunde in der Ellenbeuge. Der linke Unterarm war völlig seines Muskelmantels beraubt, sodass die Elle und Speiche durch einen Raum von 6 Zoll, ich glaube, ein Zoll ist irgendwas wie 6 Zentimeter oder sowas, freigelegt waren. Also das ist auf jeden Fall fast alles abgerissen gewesen. Die Hand war fast abgerissen und haftete mit einem kleinen Fleischbündel am Arm. Die Haut und die vorderen Muskeln des rechten Beines waren abgerissen und wiesen eine große, tiefe Fleischwunde auf, die bis auf den Knochen durchdrang. Das Gesicht war gequetscht, die Brust war gequetscht, mehrere kleine Fleischwunden, Blutaustritt in den Augen. Der entsetzlich verstümmelte Junge war durch die Schmerzen und den Blutverlust in höchstem Maße erschöpft. Thora, das ist der Homöopath, amputierte den Arm sofort an der Stelle, an der die Splitter des gebrochenen Oberarms das Fleisch durchbohrt hatten. Die fleischigen Teile des rechten Beines wurden mit Umschlägen bedeckt, die mit Calendula-Tee, also hat er richtig einen Infus, das heißt also ein Aufguss mit Calendula gemacht, also hat er so Tücher drum gelegt und die waren in Calendula eben eingetaucht worden. Diese Umschläge wurden bis zum Abschluss der Heilung fortgesetzt, die gegen Ende August stattfand. Na, ich glaube, es war Mitte Juli gewesen, also 6 Wochen später war die Heilung komplett abgeschlossen. Die Granulation erfolgte ohne Eiterung, während am Stumpf des Oberarms, der üblichen chirurgischen Behandlung unterzogen wurde. Und stellt euch mal vor, wie das 1845 war. Ne? Die hatten da also jetzt nicht irgendwie groß antiseptische Geschichten und so weiter. Auch Antibiotika natürlich gar nicht. Da also an diesem Stumpf setzte der Eiterungsprozess ein. Dann hatte also auch Calendula am Arm benutzt, an dieser Amputationswunde. Der Vernarbungsprozess verlief am Stumpf ebenso günstig wie am Bein. Jede Wunde heilte ausgezeichnet, schloss sich durch Granulation und wurde mit einer neuen Haut bedeckt. Niemand, der die Teile jetzt sieht, würde die früheren schrecklichen Verstümmelungen auch nur im geringsten vermuten. Naja, ihm fehlt jetzt ein Arm, ist klar. Also auf jeden Fall fast mehr als die Hälfte des Arms. Aber ansonsten, die übrigen Verstümmelungen, die sind nicht mehr zu sehen. Der Junge erholte sich innerhalb von 7 Wochen vollständig. Und naja, da sieht man also wirklich, wie großartig hier Calendula geheilt hat. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Calendula-Tinktur kann man ja einerseits sich in der Apotheke kaufen, gibt es auch ganz schön von Veleda. Man kann sie sich aber auch selber herstellen. Demnächst fangen die wieder an zu blühen. Bei mir ist das immer so, erst ist die Arnika da und blüht. Und dann mache ich immer die Arnika-Tinktur und dann irgendwann so, ich denke mir, in 1, 2 Wochen wird dann auch meine Calendula aufgehen. Und dann mache ich noch eine zweite Flasche auf, irgendwie Gin oder irgendwas alkoholisch über 40%. Und dann kommen da die Calendula-Blüten rein, wobei man damit natürlich auch ein schönes Öl herstellen kann. Allerdings müsste man dann die Blüten erstmal richtig trocknen. Denn Öl hergestellt mit frischen Blüten, das müsste sonst zumindest erhitzt werden, sonst ist das, ja, sonst vergammelt das. Gut, das also zu der tollen Calendula, ganz hervorragend, um Heilung zu unterstützen, um eine gesunde Granulation zu unterstützen. Und dann, ne, homöopathisch auch gegeben als Globuli, absolut.
Das kann man dann gleichzeitig machen, ne? Also äußerlich und innerlich. Und das wirkt dann also wirklich Wunder. Kommen wir zu unserer nächsten Arznei. Das ist ja jetzt hier in diesen ersten beiden Terminen erstmal so ein kleiner Schnelldurchlauf, wobei wir dann uns den jeweiligen Arzneien unter den verschiedenen Themengebieten, also Verletzungen, Verdauungstrakt, aber auch grippale Infekte und dann eben auch Harntrakt, Kopfschmerzen und so weiter nochmal extra widmen werden. Und da gehen wir dann immer noch tiefer ein und werden eben auch Hepatorisation machen, uns anschauen, was eben dabei wichtig ist zur Erkennung der jetzt jeweiligen Arznei, die da in dem Notfall am besten zu behandeln ist, in dem Fall, den wir mit der Hausapotheke behandeln wollen. Kommen wir zur Cantharis. Cantharis, das ist ein Insekt, das ist ein Ölkäfer. Hier unten seht ihr ihn. Und diese Käfer, die sind also, die haben also ein recht heftiges Gift, was eben auch tatsächlich, seht ihr gleich ein bisschen mehr über das Gift. Aber man hat eben auch Cantharis, vor allen Dingen eben diese Flügel von diesem Käfer, auch immer schon für so Cantharidenpflaster eingesetzt. Da oben seht ihr so ein Beispiel eines Cantharidenpflasters. Also das ist jetzt richtig die Cantharis, also so als ich denke mir so ein bisschen ja, mit irgendeinem Talg oder irgendeinem Fett irgendwie so angedickt oder so aufgetragen. Aber die gibt es auch richtig als Pflaster und die sind dann im Sinne einer Ausleitungstherapie zu verstehen. Könnte man dann also so wie so ein Schröpfkopf auch auf irgendwie ein Hautsegment aufsetzen, das man jetzt anregen möchte, um jetzt zum Beispiel auch irgendwie ein Organ anzuregen. Und ansonsten kennt man eben auch noch den Begriff der spanischen Fliege. Hier also jetzt ein bisschen mehr zu diesem Gift. Wir haben jetzt also dieses Cantharidin, das also der Wirkstoff ist. Und das ist eben wirklich ein sehr starkes Reizgift. Und wenn man das dann jetzt zum Beispiel auch in Form eines Cantharidenpflasters einsetzt, dann kommt es eben auch wirklich zu Blasen, die dann gezogen werden, ne? Es zieht dann richtig Blasen. Und gerade auch diese Ähnlichkeit der Blasen macht es aus, dass Cantharis eben auch ein großes Mittel bei Verbrennungen ist, weil das aussieht wie so eine Verbrennungsblase. Wenn man das also zu lange auf die Haut einwirken lässt, dann führt das auch zu Nekrosen. Und bei oraler Einnahme, wenn die Dosierung hoch genug ist, kann das auch zu akutem Nierenversagen führen und tödlich sein. Ihr seht, wie wenig reicht, um also tatsächlich tödlich zu wirken. Beim Erwachsenen schon 0,03 Gramm des Giftes. Der Käfer hat sich das natürlich ausgedacht, um Fressfeinde abzuhalten. Und erstaunlicherweise ist es aber für einige Fressfeinde dann doch nicht irgendwie giftig. Vögel zum Beispiel oder auch Frösche oder so, die können die trotzdem fressen und die haben da keine Probleme damit. Ja, noch ein bisschen Zusatzinformation, nur die männlichen Käfer synthetisieren das. Aber die Weibchen erhalten das dann während der Paarung und geben das dann eben auch an die Eier weiter zum Schutz vor Fressfeinden. Nun wurde Cantharis, also die spanische Fliege, daher kommt dann eben auch der Name im Zusammenhang mit Potenzsteigerung, eben auch eingesetzt für eben diesen Zweck. So soll also zum Beispiel der deutsche König Heinrich der Vierte das eingesetzt haben, um seine Potenz zu steigern. Und dabei hat er also seine Gesundheit komplett ruiniert. Und ja, es ist aber tatsächlich nicht so, dass die Potenz wirklich gesteigert wird, sondern was passiert? Es führt zu einer starken Erektion. So gibt es also im Arzneimittelbild von Cantharis tatsächlich diesen Priapismus. Der Priapismus ist eine nicht endende Erektion. Und das muss sehr unangenehm sein. Und es hat ja eben eine sehr starke Reizwirkung. Es führt einfach zu einer starken Hyperämie und das natürlich auch in den weiblichen Geschlechtsorganen. Naja, und dann kann man in dem Sinne länger, aber Spaß wird das wahrscheinlich nicht bringen, denn das tut auch gleichzeitig weh und brennt wie Hölle. Ne? Also jetzt nicht zu empfehlen, auf keinen Fall. Ist auch natürlich verboten, weil es einfach zu giftig ist.
Ja, es hat eine starke Wirkung auf das zentrale Nervensystem, sodass es also bei Cantharis, was eben auch aus den Arzneimittelprüfungen deutlich wird, auch zu Halluzinationen, starken Erregungszuständen, ja, insgesamt so einer, so einem übererregten Zustand einfach kommt. Und in Extremfällen kann das dann also zum Tod führen durch Lebervergiftung, durch Kreislaufkollaps und Nierenversagen. Man hat das also früher also auch tatsächlich eingesetzt bei Hinrichtungen, ja, und bei heimlichen Mordanschlägen, wobei die Leute dann also auf die übelste Weise gestorben sind, weil das natürlich auch nicht schnell geht, sondern erstmal ganz furchtbare Erscheinungen macht und dann zum Tod führt. So, und es wird in der Homöopathie ganz besonders im Bereich des Harntraktes eingesetzt. Deshalb werden wir es uns da bei diesem Thema, das ist, glaube ich, dann das, ich glaube, ein, zwei, das dritte Thema, genau das dritte Thema. Also es wird dann übernächste Woche dran sein. Da werden wir uns das anschauen. Und ja, Cantharidenpflaster, da habe ich ja schon was dazu gesagt. Schauen wir. Werfen wir einen Blick hier auf Claudias ja, Sketchnote dazu, ne? Und da hat sie eben ganz stark diese Thematik des Feuers, des Brennens verdeutlicht an verschiedenen Stellen. Also Cantharis hat auf jeden Fall eine sehr, sehr stark brennende Empfindung. Und wenn ihr euch zurückerinnert, dann hatten wir dieses Brennen auch ganz stark bei Arsenicum album. Arsenicum album hat ebenfalls sehr viel Brennen, wobei bei Arsenicum album dann eben auch diese Erschöpfung und die Ruhelosigkeit und Angst vor allen Dingen auch dazu kommt. Und Arsenicum album ganz besonders stark so im Bereich des Verdauungstraktes eine Rolle spielt. Allerdings ist es eine große, große Arznei, die also auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle spielt, bei Hautausschlägen. Also noch größer als tatsächlich jetzt hier Cantharis. Ihr seht, der Harntrakt, das ist also ein ganz zentrales Thema. Und dabei ist das dann so, dass, also es ist ein typisches Blasen, also Zystitismittel. Und dabei besteht ständiger schmerzhafter Harndrang und das Harnlassen tut vor dem Beginn des Urinierens während und nach dem Urinieren weh, also in allen Zeiten. Ne? Es gibt also verschiedene andere homöopathische Mittel, die auch bei Zystitis eine Rolle spielen, aber das hier hat wirklich in allen ja, Stadien, also vor, während und nach dem Harnlassen, Bedeutung. Und dabei ist das Ganze dann also brennend und das ist tatsächlich so schlimm, dass die Leute dabei schreien. Ja, also das ist so schmerzhaft brennend, dass die Leute schreien und da gibt's, habe ich dann also das selber auch mal mitgekriegt von der jungen Mutter, die also eine Zystitis hatte und gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Kinder das hören, wenn ich so schreie, weil die dann Angst kriegen, aber ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen, ich musste schreien und das war dann auch der Grund, weshalb ich mich bei ihr dann für Cantharis entschieden habe, weil ich das eben auch schon aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Fällen gehört hatte, dass das so eine typische Erscheinung ist und in diesem Zusammenhang also so auffällig ist. Denn erinnert euch daran zurück und das würdet ihr dann eben auch in diesem Grundlagenmodul, wo ihr die Verlinkung ja in dem Textdokument hier im Chat auch findet, einfach Grundlagenmodul mal durcharbeiten. Da kriegt ihr das dann auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, wirklich auf die herausragendsten Erscheinungen zu achten. Ja, wir haben bei Cantharis zwar auch einen großen Durst, aber getrunken wird überhaupt nicht. Es kann sogar sein, dass das so ähnlich wie, ja, zum Beispiel bei der Tollwut ist, dass wenn, ja, wenn Tiere die Tollwut haben, etwas trinken wollen, dann können sie nicht trinken, die kriegen einen richtigen Schluckkrampf, weil sie beim Schauen auf die Wasseroberfläche, von der sie dann trinken wollen, glitzert das so und das wirkt auf die auf das gereizte Hirn ein. Und müsst ihr euch so vorstellen, über die Tollwut,
ist jetzt das Gehirn so stark gereizt, dass also jeder kleine Reiz alles noch verschlimmert und dann kommt es zu Krämpfen. Und sowas gibt es auch bei Kantares, dass also bei einem Versuch zu trinken und auch beim Anblicken von glitzernden Gegenständen überhaupt es zum Schluckkrampf kommt und zu Verkrampfung. Noch einmal, sehr wichtig ist die sehr stark brennende Empfindung. Dann seht ihr hier unten links in der Ecke diese Dame mit dem roten Kleid und ja, so ein bisschen Vamp-artig. Also es kommt eben genauso wie eben bei der Anwendung der spanischen Fliege, wie man sie früher zur Potenzsteigerung, aber eigentlich ja hauptsächlich zur Hyperemisierung der Geschlechtsorgane benutzt hat, kommt es eben auch zu sexuellem Verlangen. Und das kann zum Beispiel auch bei einer Blasenentzündung der Fall sein. Da hat die Frau eine Blasenentzündung oder auch der Mann. Ne? Das könnte ja auch beim Mann eine Blasenentzündung sein, wobei Männer ja seltener Blasenentzündungen haben als Frauen aus den bekannten Ursachen, dass sie eine längere Harnröhre haben und dass die Nähe zum Anus eben weiter weg ist und deshalb die Kolibakterien da nicht so leicht hinkommen. Also in dem Zustand, wo man sich echt schlecht fühlt, wo man eine Blasenentzündung hat, wo man Schmerzen hat und ständigen Harndrang und alles, ist trotzdem das sexuelle Verlangen gesteigert. Und wenn ihr sowas hört, dann ist das sowas von Kantares, dann braucht ihr gar nicht mehr zu überlegen. Wird vielleicht der Patient, die Patientin nicht ohne weiteres schildern, aber das könnte man bei einer Vermutung für Kantares, also dass man Kantares vermutet, dass das die Arznei ist, auch mal nachfragen. Sagen Sie mal, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass irgendwas in Ihrem sexuellen Verlangen sich verändert hat? Dann gucken Sie euch vielleicht erstmal so mit großen Augen an. Aber dann kann es auch sein, dass Sie sagen, ja, das ist mir aufgefallen, das ist ja total komisch und überhaupt. So, und dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass eben diese Kantaridenpflaster, wenn man die im Sinne einer Ausleitungstherapie benutzt, um jetzt an einer, jetzt zum Beispiel Hätschenzone, Einwirkung auf ein Organ vorzunehmen, was man ja sonst auch so mit Baunschattieren oder mit Schröpfen macht. Wenn man also so ein Kantarespflaster, also Kantaridenpflaster aufsetzt, auf diese Hätschenzone, dann bildet sich dort eine Blase, die aussieht wie eine Brandblase. Und das ist eben der nächste ganz, ganz wichtige Punkt für Kantares, dass es eben eine großartige Arznei ist bei Verbrennung, ja, wenn die eben solche Blasen gezogen haben. Dann diese große, große Erregung. Ja, das kann also auch zu Halluzinationen führen, auch zu einem aggressiven Verhalten führen, weil es eben auch wirklich so eine Alkaloidwirkung hat, die auf das zentrale Nervensystem einwirkt. Gut, dann haben wir auch schon unsere nächste Arznei, Camomilla. Warum habe ich hier so dieses Bild? Weil das natürlich immer wieder im Zusammenhang mit so Zahnungsbeschwerden benutzt wird und sich auch oft bewährt hat. Ich habe in der Familie eine Kinderärztin, die also gesagt hat, das sei totaler Quatsch. Zahnung würde überhaupt nichts bei Kindern bewirken, also würde überhaupt nicht zu irgendwelchen Beschwerden führen. Das sei Märchen und das würde nicht stimmen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das, also ich habe 3 Kinder und die haben immer bei der Zahnung irgendwelche Beschwerden gehabt. Und wenn es denn nicht unbedingt nur Schmerzen und Schreien waren, so doch irgendwelche Verdauungsbeschwerden, es verändert sich einfach was durch das Durchbrechen der Zähne in der Mundflora und das allein schon hat Einfluss. Und Camomilla ist hier eine ganz großartige Arznei, vor allen Dingen, wenn eine bestimmte Symptomkombination zusammenkommt. Hahnemann schreibt dazu, Camomilla in der kleinsten Dosis scheint in bemerkenswerter Weise die Überempfindlichkeit gegen Schmerzen oder die zu starken Leiden der Gefühlsorgane durch übermäßigen Schmerz zu vermindern. Daher lindert sie viele Beschwerden, die durch Kaffeetrinken und durch Behandlung mit narkotischen Linderungsmitteln hervorgerufen werden. Ne? Da spricht er auch zum Beispiel auf die Wirkung von Opium an. Opium, das ja zu seinen Zeiten, also Opiate wurden ja auch zu seinen Zeiten eingesetzt, und das war dann richtig auch Opium, der Schlafmohn.
um eben Schmerzen zu dämpfen. Aber was hat Hahnemann beobachtet? Je mehr Opium die Patienten bekamen, desto schmerzempfindlicher wurden sie. Und das ist das, was ich habe da letztes Mal schon darauf hingewiesen. Also homöopathisches Mittel, also die Erstwirkung, das ist das, was die Arznei direkt erstmal auf den Körper macht, ne? Diese Benommenheit und so weiter. Das kennen wir bei Opium dann zum Beispiel, dass es also im Arzneimittelbild diese totale Benommenheit hat, dass die Leute irgendwo sitzen, irgendwie sich vielleicht irgendwie eine Zeitschrift angucken, weil sie einen Augenblick warten müssen und schon schlafen sie ein und schnarchen. Oder auch zum Beispiel, obwohl es ihnen überhaupt nicht gut geht, haben sie irgendwie eine ungeheure Heiterkeit, ne, was so dieser Drogenwirkung gleichkommt. Aber in der Zweitwirkung, der Nachwirkung, kommt es bei Opium dann zu einer Überregtheit, Übererregtheit und zu Schmerzempfindungen und vor allen Dingen eben auch zu Halluzinationen. Und er hat also jetzt festgestellt, dass das eben auch solche Zustände von Übererregung eben sich ganz besonders eignen, dass sich da Camomilla, die Kamille, eben besonders gut eignet. Aus diesem Grund ist es für Personen, die Schmerzen ruhig und geduldig ertragen, nicht geeignet. Ich lege großen Wert auf diese Beobachtung. Also bei Camomilla kommt dann immer eine ungeheure Erregung dazu. Und ihr seht hier dieses brüllende Kind. Da hat die Claudia dann auch die eine Backe, die eine Wange rot gezeichnet. Das ist eine Erscheinung, die bei Camomilla vorkommt, aber eben halt nicht immer. Das muss nicht da sein, aber das ist etwas, eine Beobachtung, die doch häufig gemacht wird, dass eine Backe rot ist, also eine Wange rot ist, die andere nicht. Aber was auf jeden Fall immer bei Camomilla ist, ist diese ungeheure Übererregung. Ne? Das Kind ist also total stinkig, es riecht sich wahnsinnig auf, die Schmerzen, es kommt einem so vor, die können gar nicht so schlimm sein, aber es wirkt so, als wären die also absolut unerträglich. Das Kind kann es auch nicht ertragen. Oder eben auch die Frau unter der Geburt. Ne? Wenn also man kann so sagen, Camomilla, es ist vor allen Dingen ein Mittel für kleine Kinder und Gebärende. Ne? Wenn also unter der Geburt die Frau komplett unruhig wird, vielleicht auch ihren Mann ausschimpft, rumschreit, ihn kratzt an den Haaren zieht und so weiter. Das Kind macht das eben auch. Dieses Schreien an den Haaren ziehen, beißen, kratzen, spucken und will herumgetragen werden. Und besonders gerne werden die dann beim Herumtragen auch noch so auf den Rücken geklopft und man weiß ja auch, dass solche Klopfmassagen Schmerzen beruhigen. Sie wirken auf das zentrale Nervensystem. Ne? Sie wirken erstmal auf die Peripherie, aber das wirkt dann, hat eine Rückwirkung dann und beruhigt so den ganzen Bereich auch des limbischen Systems, diese Klopfmassagen und gerade herumtragen und so ein bisschen fast so ein bisschen schüttelnd herumtragen und so ein bisschen klopfen. Das beruhigt die Kinder am meisten. Und dann ist es auch so, die wollen dann alles Mögliche haben, weil sie ja selber nicht wissen, wie sie sich helfen sollen in dieser schrecklichen Situation. Und wenn man es ihnen dann gibt, dann schmeißen sie es gleich wieder weg. Also die können so unerträglich sein, dass man sie am liebsten gegen die Wand schmeißen würde. Nein, das tut man natürlich nicht, aber wenn man, ah, verdammt nochmal, kann das sein? Hör doch mal auf, das denkt man sich natürlich. Natürlich wird man mit einem kleinen Kind so nicht umgehen, aber naja, das kommt ja aber auch vor. Ne? Das kommt ja leider auch vor, dass Eltern dann sowas mit ihren kleinen Kindern machen, weil sie damit überhaupt nicht klarkommen. Und vielleicht ist das Kind ein Kind, das also Camomilla bräuchte und einfach dadurch beruhigt würde. Ihr seht auch noch eine ganze Menge mehr. Hier ist auch der Zahn gezeigt, also Zahnungsbeschwerden in dem Zusammenhang. Dann typischerweise, da unten seht ihr das, diese Windel hier, ganz unten so mittig mit so grünlichem Stuhl. Man sagt dann, also, es sieht aus wie Spinat mit gehacktem Ei, der Stuhl, und stinkt auch ganz stark nach verfaulten Eiern. Und da kommen wir zu etwas, das haben wir auch schon mal bei Arnika gesagt. Auch Arnika hat Körperausscheidungen, die sehr stark nach verfaulten Eiern riechen. Und naja, das ist dieselbe Pflanzenfamilie, ne? Das sind die Korbblütler.
wo das Arnika und auch die Calendula als Korbblütler vor allen Dingen so in der Thematik der Verletzung eine Rolle spielen, ist es bei Camomilla gar nicht so sehr die Verletzung, obwohl es auch ein Verletzungsmittel sein könnte, wenn man eben genau diese Kombination hat von totaler Übererregtheit und beißen, kratzen, schlagen und dann eben auch so eine Überhitzung, die dampfen geradezu. Ne? Da hat man auch so das Gefühl, wenn so ein Kind dann erkältet ist, dem muss man irgendwie eine Mütze aufsetzen, weil da läuft so viel Schweiß am Kopf raus, dass die sich dann noch mehr erkälten könnte. Die sind also auch sehr heiß einfach. Und dieses hier bei Camomilla, was hier so mehr der Bereich ist, ist so der Bereich des Verdauungstraktes ganz klar und des Gemütes mit dieser ungeheuren Übererregtheit. Ja, sehen wir jetzt hier also zum Beispiel eben beim Verdauungstrakt eben die Durchfälle, die so typischerweise grünlich sind. Ja, vom Gemüt her, ne, die wollen dann also auch nicht angeguckt werden. Dann drehen sie vielleicht sogar den Kopf der Mutter weg. Sie wollen zwar auf dem Arm der Mutter sein, aber sie soll das Kind nicht angucken. Also, die sind recht garstig. Garstig, weil sie einfach so übererregt, so überempfindlich, so schmerzgeplagt sind. Und auch da habe ich jetzt einen kleinen Fall für euch. Und das ist also ein Kind, 3 Jahre alt, das an einer Bronchopneumonie erkrankt ist. Und auch das ist ein älterer Fall von Turner von 1899. Das sind eben halt auch immer so frei verfügbare Fälle. Im Verlauf des Homöopathiekurses kriegt ihr da auch viel mehr Fälle aus meiner Praxis. Aber wir fangen jetzt erstmal hier so an, weil das ja eben auch alles so frei ist und von jedem eingeschaut werden kann. Und dann gehe ich gerne lieber auf die historischen Fälle, von denen man aber viel lernen kann, weil sie gerade in dieser Zeit besonders für Homöopathie auch eingesetzt haben, gerade in den USA, woher dieser Fall stammt. Deutschland ist zwar der Ursprung der Homöopathie mit Samuel Hahnemann, aber da ist ja ganz schnell, also zum Beispiel ist auch Boger, mit dem wir uns beschäftigen werden, mit seinem Repertorium, mit seiner Materia Medica. Da fangen wir auch durchaus schon nächste Woche an, da mal so reinzuschauen bei Boger. Der war zwar deutschstämmig, aber der ist in den USA geboren. Und so um 1820, 30 rum ist also die Homöopathie in die USA gewandert und ist dort ungeheuer erfolgreich gewesen, sodass so um 1850 rum die Hälfte aller Ärzte Homöopathen waren und die andere Hälfte, die machten eben andere Medizin. Und das hat Deutschland nie erreicht. Also in den USA war das ungeheuer erfolgreich. Gut, dieser Herr Turner hat dann also anhand der Symptome, weil das Kind so einen rasselnden Husten hatte, als wenn alles voll wäre, auch der Kehlkopf voll wäre, aber kein Auswurf rauskam, hat er zunächst einmal an Antimonium tartaricum gedacht, das heißt auch Tartarus emeticus. Das ist eine Arznei, die nicht in der Hausapotheke ist, die im höchsten Grade aber wertvoll ist bei Erkrankungen der Lunge, wo die Lunge voll ist mit Schleim und der Mensch nicht in der Lage ist, das abzuhusten. Ja, das ist also wirklich eine große Arznei. Da kommt dann natürlich, weil die Lunge voll ist mit Schleim, auch totale Atemnot und alles dazu. Dann hat er auch noch gesehen, dass der Husten so am frühen Morgen schlimmer war, dass das Kind schläfrig war. Das kommt auch bei dem Antimonium tartaricum vor. Warmer Schweiß, Durst. Dann hat er ihm also diesem Kind, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Mädchen war oder ein Junge, ein Kind halt, Antimonium tartaricum gegeben, aber nach 2 Tagen war noch keine Besserung eingetreten. Ich meine, die hatten nun damals auch keine anderen Möglichkeiten. Insofern mussten sie da durch. Und dann hat das eben halt noch ein drittes Mal gegeben oder am dritten Tag gegeben und dann veränderten sich die Symptome. Und das ist übrigens ein Phänomen, das wir uns
mit der homöopathischen Hausapotheke auch zunutze machen können. Wir wählen die beste Arznei, die am besten passende Arznei aus unserem Reservoir von 20 Mitteln. Das kann sein, dass nicht eines dieser 20 Mittel, und das ist auch sehr wahrscheinlich, aber obwohl wir ja extra 20 Mittel ausgewählt haben, die eben häufig in solchen kleinen medizinischen Notfällen relevant sind, aber das kann sein, dass nicht eines der Mittel gut passt. Aber wenn es nur ein wenig Ähnlichkeit hat, dann ist es dazu angetan, die Symptomatik zu verändern. Und dann kommen mit einmal Symptome, die wir dann neu repertorisieren. Naja, und dann wird es eventuell auch eine Arznei sein, die wir nicht in unserer unserer Hausapotheke haben. Ich meine, nun muss man sich überlegen, ne, wenn man auf einer Insel ist, wo man nicht irgendwo zu einem Arzt kann, dann ist wahrscheinlich auch keine Apotheke da. Aber na gut, also auch der Einsatz, sagen wir mal, um das so kurz zu fassen, weil jetzt könnte ich natürlich vom Hundertsten ins Tausende kommen. Auch der Einsatz einer nicht so gut passenden Arznei hilft uns dabei, neue Symptome hervorzurufen, die uns dann den direkten Weg zu der richtigen Arznei geben. Und das soll so ein bisschen schon mal eine Information für diejenigen sein, die vielleicht schon mal gehört haben, also Homöopathie musst du immer hundertprozentig treffen, sonst machst du Erstverschlimmerung beziehungsweise machst die Symptome viel schlimmer. Wenn man das vernünftig macht und beobachtet, also man kann jetzt natürlich diese Arznei nicht irgendwie 2 Wochen lang jeden Tag dreimal geben, obwohl sie gar nichts gebracht hat, dann könnte man auch tatsächlich einen Schaden setzen in dem Sinne. Aber wenn man auf die Symptome achtet, die genau beobachtet und jetzt diese Veränderung beobachtet, dann kann man die neuen Symptome dazu benutzen, die richtige, die viel besser passende Arznei zu finden. Und das werden wir uns ja auch im Verlauf dieser Grundausbildung der Homöopathie anschauen. Also man kann gar nicht so furchtbar viel falsch machen. Ja, man kann was falsch machen, aber bei genauem Fallmanagement, genauer Beobachtung und wie gesagt, immer unter Beachtung der Sorgfaltspflicht, der ganzen Gesetze, denen wir natürlich auch richtigerweise unterliegen, kann man hier sehr gut arbeiten und mal die falsche Anzeige gegeben zu haben, ist nicht so schlimm. Meist wird sie einem sogar die besseren Symptome zeigen. Und ja, die Symptome hatten sich jetzt also folgendermaßen geändert. Das Kind wurde unruhig die ganze Nacht, es klagte über Kopfschmerzen, die eine Wange wurde rot, die andere war blass. Der Husten wurde kurz, trocken die ganze Nacht, wachte damit auf und klagte über Schmerzen in der Brust. Schweiß, vor allem auf dem Kopf, es war warm, ne, was ich eben sagte. Camomilla ist also ganz heiß. Sehr reizbar, muss die meiste Zeit gehalten oder herumgetragen werden, um sie ruhig zu halten. Also doch ein Mädchen. Allmähliche Besserung und in 2 Tagen praktisch gut nach Camomilla, weil das dann gegeben wurde. Ne? Die entscheidenden Indikationen für diesen Fall, die typische hässliche Boshaftigkeit, ne? Also gut, Herr Turner, 1899 würde heute keiner mehr so sagen, aber hat er richtig gesagt, boshaft ist das Kind. Kurzer trockener Husten, besonders nachts, mit oder ohne Aufwachen, der warme Schweiß auf dem Kopf. Die Erleichterung, die sich aus dem Halten oder Tragen ergibt und falls vorhanden, und das war in diesem Fall jetzt nicht so, aber falls vorhanden, Stuhl gelb-grün, heiß, beißend, nach schwefelhaltigem Wasserstoff riechend mit den kolikartigen Schmerzen. Ja, das habe ich gar nicht gesagt vorhin. Ist auch nochmal eine wichtige Ergänzung. Also kolikartige Schmerzen, ja, das ist natürlich auch nochmal wichtig, aber diese Schmerzen werden so übertrieben stark wahrgenommen. Ja, und das war jetzt also dieser Fall dazu und Camomilla kann man eigentlich sehr gut erkennen. Kommen wir zu der nächsten Arznei, zu Cocculus. Cocculus, da haben wir es zu tun, auch wieder mit einer Pflanze, die auch giftig ist. Diese Cockleskörner, die werden, es ist also eine Pflanze, die stammt aus Indien und die werden dort benutzt,
um Fische zu fangen. Und dann schmeißt man nämlich die Körner, also sind die Samen vom Kokolus, ins Wasser. Und dadurch werden die Fische ganz benommen und dann treiben sie so nach oben und dann kann man sie ganz leicht abfischen. Ja, so ähnlich wie Dynamitfischen, aber nicht mit der Explosion, sondern über das Gift. Und Kokolus macht eben eine große Benommenheit. Und warum haben wir hier dieses Bild dieser beiden, die da auf dem Schiff stehen? Weil Kokolus eine ganz große Arznei für Reisekrankheit ist. Ja, die Übelkeit, der Schwindel, das Erbrechen, das einen und das Unwohlsein, das einen also beim Reisen befällt und insbesondere eben halt, wenn man beim Reisen diesen Nystagmus ausübt, ne, was man ja so macht, wenn man zum Beispiel Auto fährt und aus dem Seitenfenster rausguckt, dann verfolgt man ja immer irgendwelche Gegenstände, die an einem vorbeifahren und dann rucken die Augen immer und folgen dem und es ist eben ein Nystagmus. Und dieser Nystagmus wiederum, diese Bewegung der Augen, wirken dann eben auch auf das Kleinhirn und führen zu Schwindel. Und da ist Kokolus eine großartige Arznei, eine weitere großartige Arznei für die Seekrankheit ganz besonders, ist Tabakum. Da werden die Leute richtig dunkelgrün im Gesicht mit furchtbarstem Erbrechen. Das erinnert daran, wie es einem geht, wenn man noch nie geraucht hat und dann eine Zigarre raucht. Ne? Dann würde man auch ganz grün im Gesicht werden und Erbrechen bekommen. Also Kokolus und Reisekrankheit, aber Kokolus kann natürlich noch mehr. Es ist tatsächlich so, wenn also jemand Kokolus braucht, dann ist das so, der muss ganz still liegen und darf sich überhaupt nicht bewegen, sonst wird ihm sofort wieder schwindlig und sogar das Augen aufmachen und im Raum herumblicken führt zu verschlimmertem Schwindel. Und das ist schon sehr, sehr auffällig, ne? Also Kopf drehen kann man nicht, man kann die Augen nicht aufmachen und im Raum sich also umschauen. Das führt zu diesem wahnsinnigen Schwindel und zu Übelkeit. Und Kokolus hat sich bewährt, insbesondere wenn es zu Beschwerden kommt, nachdem man lange Zeit jemand anders gepflegt hat, also Kummer und Sorgen hatte und auch Nächte durchgemacht hat und einfach selber auch gar nicht mehr zur Ruhe kommt vor Kummer, Sorgen und Schlaflosigkeit. Da ist Kokolus eine großartige Arznei. Und dann gibt es eben auch noch so eine ganz typische Ausstrahlungsart von Kokolus, wo also die Schmerzen so im Hinterkopf auftauchen und den Nacken herab sich zur Wirbelsäule erstrecken. Auch so Überanstrengung der Augen einfach, ja, vor allen Dingen eben durchwachte Nächte, weil man da vielleicht auch im Dunkeln irgendwie gelesen hat, wobei das natürlich auch mit anderen Arzneien wieder im Zusammenhang steht. Da möchte ich an der Stelle schon mal Ruta nennen. Das ist also die Überanstrengung der Augen und die Überanstrengung überhaupt beim Versuch, auch irgendwie muskulär irgendwas durchzuführen, was weiß ich, wie Zehenspitzenstand. Zu Ruta dann auch später mehr, aber Reisekrankheit, Seekrankheit, aber eben auch wirklich die Reisekrankheit, wenn man Auto fährt, da ist Kokolus aus unserer Hausapotheke die Arznei, die dann zu geben ist. Und sie wird auf jeden Fall etwas Gutes tun, wenn es auch nicht komplett vielleicht alles beseitigt, aber eventuell kommen dann auch noch andere Symptome dazu und dann kommt man halt irgendwie doch mal an eine Apotheke und holt sich dann die noch bessere Arznei. Den Boger, den kann man immer dabei haben, sei es nun der Synoptiki, das etwas dickere Buch, oder eben auch die General Analysis, was so ein ganz kleines, dünnes Buch ist. Also merkt euch vor allen Dingen Reisekrankheit und Schwindel dazu, aber eben auch diese Übernächtigung mit dem Kummer, mit den Sorgen. Wir kommen auch schon zu Dulcamara. Und bei Dulcamara haben wir jetzt wieder ein Nachtschattengewächs. Wir hatten ja auch schon Belladonna gehabt. Und die Nachtschattengewächse, die kommen immer mit diesen Alkaloiden daher, also diesen giftigen sekundären Pflanzenstoffen, die vor allen Dingen auf das zentrale Nervensystem wirken.
Nun ist der bittersüße Nachtschatten nicht so giftig wie Belladonna. Er hat eine gewisse Giftigkeit, aber die Alkaloide sind nicht so stark. Im Juni, jetzt sollte der bittersüße Nachtschatten eigentlich demnächst überall blühen. Bei mir in der Nähe habe ich ihn noch nicht gefunden, aber ich war letztes Jahr im Juni in der Nähe von Flensburg und das war irre. Da war so in so einem schönen Park, also so einem Naturpark, da blühte überall dieser bittersüße Nachtschatten und der ist unheimlich hübsch. Ne? Ich finde, bei den Nachtschattengewächsen sieht man auch immer die Besonderheit an den Blüten. Die sehen irgendwie immer so ein kleines bisschen tierisch aus. Aber so ein bisschen erinnert das natürlich auch an eine Tomatenblüte, wobei die natürlich weniger spektakulär ist. Denn die Tomate ist ja auch ein Nachtschattengewächs. Und Dulcamara ist zum Beispiel in der Phytotherapie wegen seiner hervorragenden Eigenschaften gerade bei Hautallergien bekannt, weil es eine kortisonartige Wirkung hat. Sodass man also jetzt zum Beispiel bei Neurodermitis, so richtig stark juckenden Hautausschlägen, ganz wunderbar eine Salbe herstellen könnte. Da kann man auch nur so Calendula reinmachen und dann eben den bittersüßen Nachtschatten. Und das lindert also ungemein. Ne? Das kennt man natürlich auch sonst mit der Nachtkerze, mit dem Nachtkerzenöl. Könnte man also tatsächlich eine richtig schöne Kombination aus, also Grundlage Nachtkerzenöl, weil man das auch relativ schlecht selber herstellen kann aus diesen Kernen der Nachtkerze. Das Öl kann man aber kaufen. Dann Calendula dazu und den bittersüßen Nachtschatten einfach mal ausprobieren. Also no, es ist, am besten sogar eine Lotion herstellen und nicht irgendwie eine fette Creme, sodass man das also schön leicht auf die juckenden Ekzemstellen streichen kann. Und da komme ich jetzt auch bei Dulcamara zu einer Anwendung in der Homöopathie, die auch mit der Haut zu tun hat. Und zwar ist das bei Dulcamara so, dass es so dicke, braune und gelbe Krusten macht. Das könnten sogar auch so dicke, gelbe, braune Krusten auf dem Kopf sein, also im Sinne eines Milchschorfs. Wichtig ist diese Farbigkeit und auch das Jucken und auch diese letztendlich Feuchtigkeit. Und dann gibt es etwas, was immer den Ausschlag dafür gibt, dass Dulcamara einzusetzen ist, nämlich wenn die Erscheinungen schlimmer werden, weil jemand also unter Feuchtigkeit gelitten hat, also irgendwie feucht geworden ist. Ja, also Feuchtigkeit ist ein deutlicher Auslöser für Dulcamara. Das noch in Kombination mit Kälte kommt, umso mehr, aber es reicht auch schon die Feuchtigkeit, also Hautausschläge, die nach Feuchtigkeit schlimmer werden. Oder eben auch wirklich ein ganz bekannter Einsatzbereich ist auch wieder die Blasenentzündung. Blasenentzündung, weil man feucht geworden ist. Wobei diese Schmerzen jetzt nicht so schlimm sind wie bei Cantharis, aber es ist schon, sind schon die typischen Erscheinungen einer Blasenentzündung. Und was bei Dulcamara immer so im Gemüt beschrieben wird, es wird so diese Heftigkeit einfach. Ne? Sie sind so herrisch bestimmt. Die sagen, wo es lang geht, ne? Muss aber nicht immer da sein. Ne? Also Feuchtigkeit ist das ganz große Thema. Und da, ja, vielleicht haben einige von euch, die schon mal irgendwann in der Lerngruppe, als wir das auch bei EduDip gemacht haben, das schon mal gehört. Aber mich hat das so beeindruckt. Ich hatte, als ich bei dem Vitulkas auf Alonisus dann meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich da einen netten Kollegen also Niederländer. Und der hatte also einer Nachbarin, die also gerade irgendwie da eingezogen war in das Nachbarhaus, hatte er Dulcamara gegeben. Die hatte nämlich morgens stand sie da irgendwie in ihrem Garten und hat
Hat also irgendwie darüber geklagt, dass sie also eine Blasenentzündung hätte. Ne? War irgendwie offensichtlich sehr äußerungsfreudig, aber ein hübscher Ma junger Mann auch, was auch immer. Auf jeden Fall hat sie ihm das ihm erzählt, weil er ja Homöopath, also eine homöopathische Praxis hatte. Und dann hat er sie so ein bisschen befragt und hat sie gesagt, ja, also wir sind hier gerade gestern eingezogen und irgendwie war die Bettwäsche feucht geworden, weil es gestern geriechen hat. Und dann habe ich in dieser klammen, nassen Bettwäsche geschlafen und heute Morgen hatte ich die Blasenentzündung. Und dann hat er ihr Dulcamare gegeben und das ging sofort weg, es ging ihr sofort besser. Die war davon so beeindruckt, die war also Moderatorin in einem Radiosender und dann hat sie dann mit ihrem Chef gesprochen und daraufhin hat er dann eine Radiosendung einmal die Woche machen können über Homöopathie. Und zwar einmal die Woche eine halbe Stunde und das also über viele, viele Monate und hat dadurch enorm viele Patienten bekommen. Ne? Auch eine coole Geschichte, ne? Mal eine Radiosendung zu machen oder irgendwas in der Art, vielleicht auch einen Blog zu schreiben. Einfach mal so ein bisschen ja, mal über sich reden machen lassen. Und das wollte ich euch hier auch einfach mal kurz mit euch teilen. Hier haben wir einen Fall. Da geht es auch wieder um diese genaue Thematik. Auch wieder ein älterer Fall von einem Militärarzt behandelt. Eine Frau mit gastrischen Beschwerden, mit Durchfall, 40 Jahre alt, von kleiner, starker Körperkonstitution, mit cholerischem Temperament. Ne? Das würde so ein bisschen auch schon in das Temperament von Dulcamara hineinpassen. Hatte sich vor 2 Tagen durch Waschen bei kalter Witterung wahrscheinlich eine heftige Erkältung zugezogen. Sie klagte über Übelkeit, Neigung und was auch immer das heißt. Neigung und wirkliches Erbrechen. Ich denke mir, da ist der Durchfall damit gemeint. Appetitlosigkeit, sogar für den Kaffee hatte sie Ekel, naja. Viel Durst, Hitze, doch mit mehr Frost abwechselnd, dummlich im Kopfe, Gesicht rot, Haut trocken und heiß. Stuhlgang erfolgte fast alle Viertelstunde spärlich, von schleimiger Beschaffenheit, mit heftigen Schneiden in der Nabelgegend. Die Nacht wurde schlaflos, unter einem ängstlichen Übelsein hingebracht. Der Puls war voll, hart und etwas geschwind, allgemeine Mattigkeit. Na, wenn ihr hier lest, Puls voll, hart und geschwind, da erinnert es natürlich auch wieder an das, was wir von Belladonna gesagt haben. Also man findet diese Nachtschatten, diese Belladonna-artigen Symptome eben auch bei Dulcamara. Aber hier ist eben das Wichtige, die Feuchtigkeit und dann eben, wo zu finden, gerade eben diese braun-gelben, krustigen Hauterscheinungen. Allgemeine Mattigkeit. Sie erhielt einen Tropfen der 21. Verdünnung von Dulcamara. Bei meinem folgenden Besuch erfuhr ich, dass bald nach dem Einnehmen sie ihren ganzen Körper wie verändert gefühlt hatte. Alle krankhaften Symptome waren binnen 2 Stunden verschwunden. Sie war nicht wieder zu Stuhle gewesen, hatte die Nacht gut geschlafen, den Abend noch mit Appetit Suppe gegessen, war den Morgen darauf ganz wohl und blieb es auch. Um hier auch nochmal diese Thematik der Feuchtigkeit hier für euch zu verdeutlichen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Gelsemium. Gelsemium. Hier haben wir das Thema vor allen Dingen Erkältung. Deshalb werden wir das, also Dulcamara werden wir zum Beispiel beim Harntrakt dann nochmal genauer uns anschauen, mit eben auch Repertorisation, mit so typischen Fall, also Symptomkombinationen, dass euch das noch ein bisschen klarer wird, dass ihr das noch mehr verinnerlichen könnt. Gelsemium nun kommen wir in be den Bereich der Erkältungskrankheiten rein. Gelsemium stammt aus derselben Familie wie Nux vomica, was wir nachher auch noch besprechen werden. Das ist die Familie der Loganiaceae, der Brechnussgewächse und da haben wir auch immer so eine Strychninwirkung. Und ist so ganz interessant, dass es gibt aus der Gruppe als große Arzneien Gelsemium, Ignatia und Nux vomica. Die gehören also in diese Pflanzenfamilie rein und sie haben alle eben diese Strychninwirkung, wobei, also Strychnin führt ja zu
krampfhaften, aber auch lähmungsartigen Beschwerden. Also wirkt auf die Muskulatur krampfartig, aber auch lähmungsartig. Und bei Gelsemium ist dieses lähmungsartige besonders deutlich. Bei Nux vomica ist es mehr die Verkrampfung und bei Ignatia sind es sehr stark die Zuckungen. Aber das passt alles in diese Strychninwirkung mit hinein. Und gleichzeitig haben wir dabei so einen erregten Zustand, wo Gelsemium allerdings immer so ein bisschen müde und benommen wirkt, aber innerlich ungeheuer erregt ist. Das sieht man auch daran, dass Gelsemium ein ganz großes Mittel für Prüfungsangst ist. Also nach außen hin ist der Mensch wie gelähmt, aber innerlich brodelt das. Da ist also ungeheure Aufregung drin, aber er ist einfach so erschöpft und das Lähmungsartige überfällt ihn einfach. Und das ist eben auch so ein typischer Zustand, wie er eben bei einer Grippe, bei einem grippalen Infekt auftauchen kann. Und hier seht ihr eben auch dieses Benommene und dabei hängen dann eben typischerweise die Augenlider so herunter. Und ja, das werde ich immer mal wieder in diesem Kurs so nennen, weil das mir so, das ist irgendwie so ein Schlagwort für mich. Ich habe einen Schwager, der heißt Stefan und meine Schwiegermutter, die ihn also auch oft gesehen hat, die hat dann jedes Mal, wenn sie ihn gesehen hat, zu ihm gesagt: Sag mal, Stefan, bist du müde? Weil er eben von irgendwie Natur aus so ein bisschen so herunterhängende Augenlider hat. Allerdings hat er eben auch sehr häufig grippale Infekte und Grippe und sehr viel unter Grippe gelitten. Und also ich durfte ihn nicht behandeln, weil in der Familie ist das immer so, ne? Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Aber er hat dann mal doch tatsächlich einen Homöopathen aufgesucht und tatsächlich immer wieder in solchen grippeartigen Zuständen hat er Gelsemium gebraucht. Ne? Also der hat das eben letztendlich auch auf seine Augen bezogen, wobei die Augen eigentlich immer so ein bisschen herunterhängen, aber das Mittel hat trotzdem gepasst. Und da sieht man auch schon, da ist eben so eine gewisse, ne, das ist ja so, wie nennt man das? Das ist die Ptosis. Ne? Bei der Ptosis, das ist einerseits so ein Parasympathikus-Effekt, vor allen Dingen in Kombination natürlich noch mit der Miosis und dem Enophthalmus, aber es hat eben auch so einen, ja, so einen lähmungsartigen Effekt, wie man das eben auch von Gelsemium hier kennt. Und eben auch dieses ja müde und eben, sagen wir mal, im tiefsten Grade entspannte. Wobei, wie gesagt, auch wenn der Mensch furchtbar müde nach außen hin aussieht und sich auch so fühlt, es ist ein innerer Erregungszustand. Und so ist zum Beispiel auch Gelsemium durchaus eine Arznei, wenn man in so einen benommenen Zustand kommt, weil man sich furchtbar erschreckt hat, furchtbare Angst vor etwas gehabt hat, sich irgendwie aufgeregt hat, irgendwelche Sachen einen also überwältigt haben, irgendwelche Emotionen einen überwältigt haben. Und wenn es auch zu Todesangst gekommen ist, dann kann man in einen solchen Zustand kommen und Gelsemium läuft da dem Opium, was da auch eine Rolle spielt, durchaus den Rang ab. Insbesondere ist Gelsemium eben für die Thematik der Prüfungsangst, der Erwartungsspannung besonders bekannt, wo man dann also, weil man Angst davor hat, eine Prüfung nicht zu schaffen, auch dann die ganze Zeit auf die Toilette rennen muss, weil Gelsemium dann eben auch so einen starken Harndrang erzeugt und eben auch gehäuften Stuhlgang erzeugt. Also es geht dann also, es kommt dann zu Durchfall und zu ständigen Harndrang. Eine typische Kombination für Gelsemium. Und noch etwas ist so ganz interessant. Es gibt eine Herzerscheinung von Gelsemium, die wirklich erstaunlich ist, und zwar die Empfindung, dass das Herz stehen bleibt, wenn man aufhört, sich zu bewegen. Ja, es gibt so bei Digitalis, also diesem Herzglykosid, gibt es die Erscheinung, also mag,
hat Angst vor Herzstillstand, wenn er sich bewegt, aber bei Gesemium ist es genau andersrum. Wenn er sich nicht bewegt, hat er Angst, dass das Herz würde stehen bleiben. Und da sieht man auch, dass da eben so eine innere Unruhe und Angst da ist. Die Angst sieht man aber nicht außen, weil die sehen so benommen einfach aus. Genau. Hier gibt es natürlich noch so einiges anderes drin zu sehen. Schwindel ist ein Thema und Bandgefühl ist auch ein ganz typisches Thema. Und bei Gesemium ist es auch so, das kann furchtbare Kopfschmerzen haben. Also kann zu furchtbaren Kopfschmerzen führen mit diesem Bandgefühl. Und dabei ist es so, dass wenn die dann zur Toilette gehen und ganz viel harren lassen, dass die Kopfschmerzen während des Harnlassens weniger werden. Auch unglaublich. Also wenn man sowas hört, das ist Gelsemium komplett. Okay, ich möchte heute doch einmal so 4 Minütchen Pause machen. Das heißt also, wir machen hier weiter um 20:05 Uhr. Ich werde einmal kurz, eigentlich konnte ich doch die Aufzeichnung anhalten, genau. Also, es geht weiter um, naja, 20:06 Uhr geht es weiter. Bis gleich, kleinen Augenblick. Ich setze die Aufzeichnung fort. Ah, ist noch ein bisschen vor 6 nach, aber jetzt ist es genau 6 nach. Die nächste Arznei, die wir uns anschauen, ist Hypericum, das Johanniskraut. Wenn das als Herrgottsblut bezeichnet wurde oder wird, dann liegt das natürlich an dem Rotöl, was da austritt, wenn man die Blüten zerreibt. Tatsächlich ist es leicht giftig. Diese Giftwirkung beruht aber vor allen Dingen darauf, dass es eben zu einer letztendlich Photosensibilität führt. Ne, bei weißen Weidetieren hat man dann also beobachtet, dass die wenn die da in der Sonne draußen waren und Hypericum gefressen hatten, dass sie dann eben die Hartheu-Krankheit bekommen haben und das ist eben so eine, das führt dann zu Hämolyseerscheinungen. Dieses Hypericin, das gehört zu den Polyphenolen und das ist ist ja ein Farbstoff und deshalb eben auch in dem Sinne ein Flavonoid. Und dieses Hypericin ist aber eben auch verantwortlich für diese Wirkung bei Depressionen. Und dann gibt es eben aber auch noch antibiotisch wirkende Pflanzenteile, wie zum Beispiel das Hyperforin. Und in der Homöopathie ist das Hypericum gar nicht so sehr für Depressionen oder so bekannt. Das kommt wahrscheinlich daher, dass also diese Wirkung gegen Depressionen, weil das ja auch erst nach längerer Einnahme tatsächlich, man muss hochdosiert und längere Zeit einnehmen, um dann eben diesen Effekt auf die Neurotransmitter zu erreichen, was ja wirklich bedeutungsvoll ist. Ne? Es kann Hypericum mehr als jedes Psychopharmakon da eben Einfluss drauf nehmen, deshalb ist das schon großartig. Aber in der Homöopathie, die sich ja vor allen Dingen auf die Erstwirkung richtet, geht es mehr um die Schmerzen. Es geht um die Schmerzen in den Nerven. Also neuralgische Schmerzen, die eben typischerweise so in alle Richtungen schießen und ausstrahlen. Es sind Erregungszustände und wenn hier auch noch so was steht wie Hautgeschwüre, die absterben und so weiter, sind das auch noch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in der Homöopathie. Aber es ist eben gerade auch für Wunden unheimlich gut geeignet. Und wäre jetzt also auch nochmal eine gute Kombination, wenn man da also eine Salbe herstellen möchte, bei gerade eben so Risswunden, dass man zu der Calendula-Salbe noch ein bisschen Johanniskrautöl dazugibt. Und besonders stark ist die Wirksamkeit an den Endstücken, muss man sagen, an den äußersten Extremitäten. Ne? Je distaler, desto besser. Also an den distalen Körperteilen wirkt Hypericum vor allen Dingen. Das heißt, wenn man sich irgendwie auf den Finger gehauen hat oder wenn man aufs Steißbein gefallen ist oder sich ein Zeh gequetscht hat oder eben auch bei einer Kopfverletzung, ne, immer so an den Endstücken des Körpers. Ja, Multiple Sklerose, klar, das könnte sein, dass das eine Arznei ist, die in dem Zusammenhang einzusetzen ist.
wenn eben diese Schmerzqualität dem entspricht. Ne? Also das gilt eigentlich letztendlich ja für jede homöopathische Arznei. Das ist im Prinzip ist es unwichtig, was der Name der Krankheit ist, wobei wir natürlich die Krankheiten kennen müssen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns dann zum Beispiel auch mal die Forschung, die letztendlich Leitfäden anschauen, ne? MSD-Manual oder eben auch im Internet ist das ja zu finden, Leitfäden, wo also hinterlegt ist, wie eine Krankheit so erscheint. Allein schon, um zu wissen, was sind die typischen pathognomonischen, also die typischen für die Arznei typischen Erscheinungen. Also das müssen wir natürlich auch wissen, aber im Prinzip ist uns der Name der Krankheit erstmal egal. Es geht um die Symptome und die Auffälligkeit der Symptome. Und insofern könnte hier auch durchaus Hypericum zum Einsatz kommen. Also wenn du gerade von der Multiple Sklerose sprichst, dann denke ich ganz besonders stark auch an diese Arzneien aus der Gruppe also dieser Strychnin. Artigen Pflanzen. Also dann eben auch wirklich zum Beispiel die Arznei Strychninum, die also bei Multiple Sklerose schon oft erfolgreich eingesetzt wurde, eben zur Milderung der Symptome. Und ich will jetzt hier nicht sagen, Homöopathie kann Multiple Sklerose heilen, aber tatsächlich Symptome zu mildern, zu lindern, stärkt ja ganz einfach auch die Lebenskraft, stärkt die Homöostase und bringt also eher in die Lage, auch diesen vielfältigen Entzündungsschüben besser entgegenzuwirken. Na, immer natürlich dann begleitend behandeln, ganz klar. So, jetzt haben wir also hier so eine Verletzung, vor allen Dingen nervenreicher Gewebe. Finger- und Zehenspitzen, Zunge, Zähne, Augen, Genitalien und eben auch ganz besonders das Steißbein. Auch zum Beispiel nach Zahnextraktionen gut einzusetzen und vor allen Dingen, wenn Arnika nicht geholfen hat. Also Arnika nach Zahnextraktion ist deshalb so wichtig, weil man ja beim Rausziehen eines Zahns, ich weiß nicht, ob euch schon mal ein Zahn rausgezogen wurde, aber das ist ja so, dass man da so ruckelnd den Zahn rausholt, weil man dabei diese scharpation Fasern aufreißen muss. Und dieses Rumruckeln, das erzeugt letztendlich ein Hämatom in der Höhle, in der der Zahn vorher gesessen hat. Und deshalb ist Arnika eine ganz große Arznei, wobei es dann aber auch so eine Arznei wie Hecla Lava gibt. Das ist so, die hat ganz besonders so bei Zahnextraktionen, wenn das hinterher nicht richtig heilt, sehr gute Effekte. Also da gibt es allerlei, was da noch zu nennen ist. Zur Verdeutlichung einfach mal von Hypericum, nur mal ganz kurz, das, was meiner Mutter passiert ist, hat sich, als sie noch ihr Auto hatte, das ist auch etliche Jahre her, hat sie sich mal die Mercedes-Tür hat sie zugeschlagen, da war der Finger drin. Und dann kam sie also jammernd ins Haus und sagte, oh, ich habe da gerade, der Finger war in der Tür. Und dann habe ich ihr sofort Hypericum gegeben und sie hatte es auf der Zunge und hat gesagt, das wird schon besser. Und der Finger ist nicht angeschwollen, es war kein blauer Fleck, kein Hämatom mehr zu sehen und der Nagel ist auch nicht abgegangen. Alles sah aus, als wenn da gar nichts passiert wäre. Also gerade so in solchen Situationen, Quetschung von Fingern, Zehen, ja, Fall auf Steißbein, würde ich auf jeden Fall immer sofort Hypericum geben. Also falsch kann man da nichts machen. Und da ist auch die C30, die wir empfehlen, wunderbar, kann man erstmal trocken auf die Zunge geben und dann vielleicht nochmal verkleppern. Und wenn die Schmerzen noch nicht aufhören, auch durchaus im Abstand von 1, 2 Stunden dann so 3, 4, 5 Mal am Tag nochmal geben. Wenn das gerade so heftig ist, ja. Ansonsten hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die Empfehlung ist ansonsten eben erst die erste Gabe trocken auf die Zunge, dann eben verkleppern, verdünnen in Wasser und davon dann eben 3-mal täglich noch einen Teelöffel nehmen. Gut. Thema Nervenverletzung ist also das große Thema von Hypericum und insofern auch zum Beispiel nach Gehirnerschütterung.
Und Steißbein steht hier. Und dann eben auch bei Wunden, die schlecht heilen, na, könnte man auch das Hypericum-Rotöl einsetzen. Was ich da also absolut empfehlen kann, ist das dann noch in Verbindung, also gerade auch so bei so Unterschenkelgeschwüren, so Ulcus cruris, was so nicht zuheilt. Der Manuka-Honig ist unglaublich gut. Das ist so ein Honig, ich glaube, der kommt aus Neuseeland. Da müsst ihr auch mal googeln danach. Da gibt es auch irgendwie von irgendeinem Heilpraktiker, ich glaube auch vom BDH gibt es da so eine Seminarfolge, wo man vielleicht das auch immer noch findet. Da hat einer mal so einen Vortrag über den Manuka-Honig gemacht. Und das könnte man dann also eben auch noch abwechselnd mit Hypericum nehmen und dem Rotöl nehmen. Ja, und dann eben ja überhaupt die Steißbein-Wirbelsäulenverletzungen. Und da gibt es auch noch eine andere tolle Arznei, die heißt Natriumsulfuricum, die also auch gerade bei Gehirnerschütterungen und Wirbelsäulenverletzungen großartig ist. Ja, aber auch Schmerzen infolge unsachgemäßer chiropraktischer Behandlung an der Wirbelsäule. Phantomschmerzen ist das nächste Thema. Und da gibt es auch noch die Arznei Allium Cepa, die Zwiebel. Ne? Ganz erstaunlich. Ein großen Einsatzbereich im Zusammenhang mit Phantomschmerzen. Übrigens hat Allium Cepa, ganz ähnlich wie Gelsemium, auch so einen benommenen Zustand. Das ist dann also so im Allium Cepa-Zustand. Kann das auch sein, dass jemand nachts aufsteht und denkt, er sei auf der Toilette und pinkelt dann irgendwo in die Ecke, weil er komplett benommen ist. Ne, gerade auch so bei einer Erkältung. Ja, und Tetanus, in dem Zusammenhang wird es dann auch immer genannt. Ne, da gibt es so zwei Arzneien, an die ich sofort denke, wenn also jemand sich so verletzt hat, vielleicht Nagel in Nagel getreten ist, wo ja dann immer so, weil diese Wunde tief ist und weil dann im Inneren ja eben auch kein Sauerstoff rankommt. Das sind ja anaerobe Bakterien. Genau, und da ist einerseits Hypericum sofort zu nehmen, beziehungsweise auch Ledum. Ledum haben wir ja auch noch dabei. Also ich muss mich hier tatsächlich demnächst mal ein bisschen sputen, aber ich kriege das gut durch heute. Gut, das ist dann hier das Bild dazu. Und Nerven, das ist das ganz, ganz große Thema. Verletzungen vor allen Dingen ja, der Endextremitäten. Ne? Wenn man sich auf den Finger gehauen hat mit dem Hammer, das wäre so ein typischer Hypericum-Fall. Kommen wir zu Ipecacuanha. Ipecacuanha gehört in die Familie der Rötegewächse. Die Rötegewächse, das sind auch sowas wie Waldmeister und Labkräuter. Und übrigens auch Chinarinde sind Rötegewächse, also völlig unterschiedliche Pflanzen. Hier bei Ipecacuanha haben wir so einen Busch, bei China haben wir einen richtigen Baum und Waldmeister und Labkraut kennt ihr vielleicht so als kleine Kräuter, aber es ist alles dieselbe Familie. Und bei diesen Rötegewächsen gibt es ganz klar irgendwie, das zieht sich irgendwie durch diese Familie auch wieder so hindurch. Also ein Thema auch von irgendwie Vergiftung, Infektion und auch zur letztendlich Ausscheidung von Giften. Gerade so dieses echte Labkraut ist da ganz großartig. Also es gibt ja verschiedene Labkräuter, die sehen alle so aus wie der Waldmeister mit so diesen rundständigen Blättern. Und die sind ja, sagen wir mal gar nicht in der rationalen Phytotherapie, eher so in der traditionellen Phytotherapie, also volksheilkundlich bekannt dafür, dass sie auch bei Ausleitung von Schwermetallen helfen und einfach zur Entgiftung unheimlich geeignet sind. Was haben wir jetzt hier bei Ipecacuanha für einen Genius? Ist so ein bisschen verwischt, verschwommen bei Ipecacuanha. Ein Thema ganz, ganz klar: Erbrechen, Übelkeit. Und zwar ein Erbrechen, ein Übelkeit, das also die überhaupt nicht aufhört. Weshalb also Ipecacuanha ganz häufig eben auch
Schwangeren mit Schwangerschaftsübelkeit empfohlen wird, wobei ich da echt vorsichtig wäre, das einfach so über den, also gepeilt zu geben, ja, nicht endende Übelkeit und so weiter, Ipecacuanha, und das dann womöglich häufig zu wiederholen. Ich meine, das ist eine Arznei, die führt zu Blutung und die hat auch eine ganz deutliche Krampfwirkung. Also finde ich, dass man da mit ja, scharfen Waffen dann schießen würde. Das muss man sich einfach viel genauer angucken, was genau das für eine Übelkeit ist, wann die auftaucht. Und bei Schwangeren ist sowieso immer zu sagen, also am besten gar nichts, ne? Häufig ist das ja einfach so, dass man durch das Kauen von etwas, also zum Beispiel auch durch das Kauen von Kaugummi, schon sehr gut gegen Übelkeit angehen kann. Und dann kann man natürlich auch Ingwer nehmen, wobei auch Ingwer darf dann nicht zu viel genommen werden. Also wenn ihr das mal hört, ja, Schwangerschaftsübelkeit, da hat mir der, da habe ich also gehört, Ipecacuanha, das nehme ich jetzt mal, dann würde ich der Schwangeren sagen, ne, Vorsicht, also würde ich jetzt nicht machen, das muss bisschen genauer angeschaut werden. Es ist wirklich eine große Arznei. Ihr schaut hier unten, es gibt Alkaloide drin, das Emetin, was also diesen Brechreiz auslöst, und das Cephalin. Und da gibt es also auch eine deutlich neurologische Wirkung. Ja, und Ipecacuanha ist eben auch eine große Arznei im Zusammenhang gerade mit Keuchhusten, wo es ja auch zu dem Erbrechen kommt. Wenn ihr hier mal weiterschaut oder wenn wir hier zusammen weiterschauen, dann sehen wir, dass das also schon eine recht heftige Wirkung ist. Ja, also es zieht sich hier durch, ist alles irgendwie kraftvoll, intensiv, plötzlich schnell, beharrlich, große Intensität und Heftigkeit, lebensbedrohliche Zustände, Anfallsweise. Heftige Anfälle von Würgen und Erbrechen, heftige Durchfälle, kraftvoll. Ja, das ist also einfach ist eine Arznei, die wirklich heftig daherkommt. Und ja, wie gesagt, bei Schwangeren ganz vorsichtig. Ne? Also würde ich nicht machen. Und dann seht ihr hier unten diese vielen Blutungen. Hellrote Blutungen. Und man sagt dann immer, bei der Übelkeit ist die Zunge eben immer so sauber, weil sonst, wenn du irgendwie eine Übelkeit hast aufgrund von Magenbeschwerden, ist sie eigentlich typischerweise belegt. Das zeigt eher, das zeigt, dass diese Übelkeit eben zentral bedingt ist und gar nicht vom Magen ausgeht. Und dann seht ihr hier unten blasses Gesicht, kalte Extremitäten, kalter Schweiß, ängstlich, Schwindel und Ohnmacht. Wir gucken uns Ipecacuanha im Zusammenhang mit den Magen-Darm-Beschwerden an, aber auch im Zusammenhang natürlich mit den Erkältungskrankheiten, weil es eben auch eine große Hustenarznei ist. Ihr seht hier weiter erweiterte Pupillen, das ist die Alkaloidwirkung. Und Ipecacuanha zeigt eben viele Blutungen, Nase, Uterus, Lunge, also ich meine hier, ne? Also ich sage einfach mal nö. Bei einer Schwangeren. Asthma, Keuchhusten, dabei ist das Gesicht furchtbar blass. Es kommt zu Zusammenschnürungen von Kehlkopf und Brust. Reichlicher Auswurf verbessert, hat ein großes Verlangen nach Luft, schnappt nach Luft, Kaltschweißigkeit und eben immer diese anhaltende Übelkeit. Das ist jetzt hier so ein Komplex. Wie gesagt, es ist relativ schwer zu erfassen, was denn nun wirklich der Kern des Mittels ist. Aber die Wichtigkeit ist natürlich dieses anhaltende Erbrechen und die Erregung dabei mit gleichzeitiger Blässe und Schweißen. Und das wird dann auch im Zusammenhang mit eben jetzt Beschwerden im Verdauungstrakt sich besonders deutlich zeigen. Das wird klarer, wenn wir dann nachher Ipecacuanha-Fälle machen. Aber ich möchte es nochmal wiederholen, leichtfertig das bei Schwangerschaftsübelkeit zu geben, das ist nicht zu empfehlen, weil es einfach, vor allen Dingen, wenn jemand dann sich das, was weiß ich, kauft sich das in der C30 Apotheke und nimmt das 3, 4, 5 Mal am Tag.
Dann kannst du auch Prüfungssymptome auslösen, die können diese Situation eventuell ganz schlimm beeinflussen. Also die milde Macht ist groß, auch wenn eigentlich in der C30 gar nichts drin ist, was immer so gesagt wird. Hier bei Kaliumbichromicum habe ich mal wieder das gemacht, was ich auch letztes Mal, was ich auch bei einer anderen Arznei, weiß ich jetzt gerade gar nicht, beim letzten Mal hatte ich das auch bei einer Arznei drin. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Aber gut, vielleicht, wenn ihr euch die Aufzeichnung anguckt, ich müsste hier direkt mal durch mein Skript scrollen. Mach das mal ganz kurz. Wo hatte ich denn das noch? Weil das ist mir jetzt gerade. Ja, wir haben ja schon viel jetzt geschafft. Hier Bryonia, genau da hatte ich das gemacht. No, Bryonia mit eben dieser typischen Erscheinung, dass also jegliche Bewegung, die Beschwerden verschlimmert, also deutliche Bewegungsverschlimmerung. So, jetzt sind wir wieder hier gleich zurück bei Kaliumbichromicum. Kaliumbichromicum ist eine Arznei, die vor allen Dingen auffällt durch die C-flüssigen Absonderungen. Schnupfen, also oder eben auch irgendwie was, was man aushustet, ist so zähflüssig wie ein Kaugummi, das kann man so richtig auseinanderziehen und ist total klebrig. Deshalb auch eben so richtig schlimmer Husten mit so totaler Fülle der Brust, aber eben weil aber der Schleim, der kann abgehustet werden, nur das ist dann richtig so zähflüssig. Ansonsten sehen wir hier, wenn wir hier, das ist so die Symptomenliste, wie man sie in der General Analysis von Boger findet. Das sind also die Symptome, wo er Kaliumbichromicum eingeordnet hat. Und da sehen wir den deutlichen Bezug zu Nase- und Nebenhöhlen, Nasenrachenraum, ja, diese Kehlkopf- und Luftröhre, klumpige Effekte, Absonderung, Fadenziehen sehen wir hier. Und ansonsten ist es auch, weil es aus der Kaliumfamilie kommt, eine Arznei, die deutlich im Zusammenhang steht mit eben Beschwerden des Bewegungsapparates. Kaliumbichromicum hat die Besonderheit, was man dann hier schön sieht, dass es so ganz typische, hat Claudia hier gar nicht reingebracht, das wundert mich jetzt gerade. Man kann mit dem Finger drauf zeigen, wo es einem wehtut. Also Kaliumbichromicum, die haben auch zum Beispiel Magengeschwüre. Und dann würden sie genau mit dem Finger auf eine kleine Stelle zeigen, da tut es weh. Genauso wie eben bei einer Nasennebenhöhle, bei einer Sinusitis, dann ist das ein Punkt, an dem das wehtut. Das ist gerade gar nicht, ich finde das hier in dem Bild nicht. Magenschmerzen hat sie hier drin. Drückende Schmerzen, Nasenwurzel. Also es ist immer so ein Punkt, auf dem man genau zeigen kann. Und dann dieses Fadenziehende, das Klebrige, das Ankleben, das ist so ein Kern, eine Kernaussage von Kaliumbichromicum. Werden wir uns beim Thema Magen-Darm-Trakt anschauen, aber eben auch den Erkältungskrankheiten. Kommen wir zu Ledum. Diese Arznei, die also auch eingesetzt werden kann, wenn man sich also verletzt hat, wenn das gerade eben irgendwie so eine Verletzung ist, wo man denkt, oh, könnte Tetanusinfektion die Folge sein. Da ist Ledum genauso wie Hypericum dann einzusetzen, mache ich dann also auch tatsächlich sofort, entweder das eine oder das andere, vor allen Dingen, wenn es dann eben bei Ledum sehen wir eher so Beschwerden, das fühlt sich so an wie ein blauer Fleck. Aber dabei ist es gleichzeitig kalt und bei Hypericum würde das ausstrahlende Schmerzen machen. Oder es ist die Verletzung eben am Finger an einer Extremität. Bei Ledum haben wir giftige ätherische Öle und Vergiftungserscheinungen können Erbrechen, Magen-Darm-Entzündung mit Durchfall und so weiter sein. Kann rauschartige Zustände hervorrufen. Also wir sehen hier, ne, das würde also, wenn es, deshalb ist es auch keine Arznei, die in der Phytotherapie eingesetzt wird, dass die also schon sehr deutliche Giftwirkung hat. Aber
In der Homöopathie ist Ledum vor allen Dingen eben für rheumatische Beschwerden bekannt, mit eben so einem, ja, mit so schießenden Schmerzen. Ihr seht, die strahlen auch aus, die Schmerzen. Es gibt eine deutliche Verschlimmerung durch Warmes, also alles Warme verschlimmert und gleichzeitig gibt es eine ganz starke Kälteempfindung. Tatsächlich werden Verletzungen, also jetzt zum Beispiel auch ein Stich von einem Insekt, die werden richtig kalt. Das kann auch ein Hämatom sein, das statt irgendwie, wie das ja sonst beim Hämatom hast du ja auch durchaus eine Entzündungsreaktion, das wird ja eher warm, aber bei Ledum wird das kalt. Und obwohl es kalt ist, verbessert Kälte und Wärme verschlimmert. Stichverletzung, das ist das nächste ganz, ganz große Thema für Ledum. Alle möglichen Bisse, Stiche, Verletzungen durch Tiere, Insektenstiche, aber auch ein Hundebiss. Immer wenn das nachher an der Verletzungsstelle so kalt wird, Kälteempfindung da ist und auf keinen Fall Wärme ertragen wird, dann ist das die Keynote für Ledum und wird helfen. Ja, also Kälte, ne? Merkt euch dazu, da ist einfach eine starke Kälteempfindung da. Und Verletzungen, wo man eigentlich annehmen sollte, dass das so gerötet und heiß wird, weil ja auch entzündlich, werden stattdessen kalt. Ledum, wie gesagt, ansonsten auch eine Arznei für den Bewegungsapparat. Das hat was damit zu tun. Es kommt auch aus dieser Familie der Erika-Gewächse. Und da haben wir häufig so rheumatische Erscheinungen. Und die Thematik der Kälte spielt eine Rolle. Wäre dann also, ja, so die rheumatischen Beschwerden führen dazu, es ist also bei Rheuma ist es ja auch so, dass es eigentlich sich entzündet dann das Gelenk und heiß wird und hier wird es kalt und bläulich. Und das kann auch zum Beispiel Gicht sein, eine Gichterscheinung, wo also ja bei der Gicht es typischerweise so ist, dass dann die Großzehe bei eben dieser Podagra dick wird, anschwillt, total heiß ist und unheimlich schmerzt. Und hier wird es kalt, obwohl es eigentlich heiß sein sollte. Das führt zu Ledum. Und dann eben bei allen Stichverletzungen, wo man dann auch noch befürchtet, weil das jetzt vielleicht sowas war wie eine Bremse, ja, die sitzen immer auf, das ist ja so eine Art Fliege, so eine Bremse, und die sitzen auch manchmal auf Scheiße drauf. Und wenn die euch dann stechen, dann kriegt ihr da also die übelsten Erreger mit reingetragen in den Stich. Und häufig werden dann ja auch Bremsenstiche total dick und haben auch wirklich oft diese Erscheinung, dass sie eher so kalt werden. Und das sieht einfach übel aus. Und man denkt irgendwie an irgendwie Infektion und dann gebe ich auf jeden Fall Ledum. Okay. Ja, und wir sind auch schon bei Nux vomica. Nux vomica, eben hatten wir Gelsemium schon gehabt. Das ist also dieselbe Familie, diese Brechnussgewächse, da die Luganiaceae, eben Strychnin ist hier das Alkaloid, was hier vorrangig wirkt. Und wir haben dabei eine, ja, Lähmungserscheinung, die aber auch mit Krampfartigkeit einhergeht. Also es ist eine Kombination aus Lähmung und Krampf mit gleichzeitiger totaler Erregung des zentralen Nervensystems. Bei Gelsemium kippt das so um in diese Benommenheit mit der inneren Unruhe. Bei Nux vomica ist diese Unruhe auch nach außen hin deutlich zu sehen und die Menschen sind total grantig und poltern los und da ist viel Aggression. Und eben ganz stark verschärfte Wahrnehmung, dass man also jedes kleinste Geräusch total laut hört. Wenn ein Mensch, der Nux vomica braucht, krank ist,
Dann zieht er sich zurück in einen ganz stillen Raum und will am liebsten überhaupt nicht gestört werden. Ist vielleicht auch mal die einzige erste Möglichkeit, wie er mal zur Ruhe kommt, weil ansonsten es eben typisch ist, dass ein Mensch, der Nuxvomica braucht, eben alles immer total übertreibt. Also viel zu viel Kaffee trinkt, Alkohol, abends dann Schlaftabletten, morgens dann wieder was, um sich hochzupuschen. Da ist unheimlich viel Ehrgeiz drin. Ich will was erreichen, ich will das durchziehen. Da ist so richtig, ja, so ist das. Ne? Das ist also, geht auch ganz stark nach außen, so eine Aggression. Nuxvomica gucken wir uns an, vor allen Dingen beim Thema Verdauungstrakt wieder. Dann ist es aber eben auch ganz wichtig im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten, dass es dann, also wenn da jemand sich erkältet hat, eine Grippe hat oder was, eben diese große Empfindlichkeit auch bekommt und alle anschreit, ne, irgendwie ein Kind zwei Straßen weiter übt Blockflöte, das hört er, dann kriegt er das irgendwie raus, von wem das das Kind ist, ruft er an und schreit die Mutter an, können Sie Ihr Scheißkind nicht mehr dazu bringen, dass das aufhört, diese blöde Blockflöte zu spielen, ne? So lospoltern. Das ist so eine typische ja, Expression eines Nuxvomica-Zustandes. Nervöse Reizbarkeit also, Verkrampfung, dabei aber eben auch Mattigkeit, die auch wieder lähmungsartig sein kann. Zerschlagenheitsgefühl, was dann eben auch bei der Grippe so deutlich wird. Diese gesteigerte Empfindlichkeit auch gegen leiseste Berührung, Erschütterung, Geräusche. Ich hatte bei Belladonna schon gesagt, diese Erschütterung ist immer so typisch, dass die dem besonders Beschwerden macht. Das ist bei Nuxvomica auch möglich, weil nämlich bei Nuxvomica einfach überhaupt das ganze, ja, das ganze Sensorium komplett übererregt ist. Die sind komplett übererregt und alles greift sie unheimlich an. Viele Erscheinungen werden durch kalte Luft ausgelöst. Und wenn jemand Nuxvomica krank ist, so würde ich das jetzt mal nennen, dann friert er auch. Der zieht sich die Bettdecke bis unter die Nasenspitze, liegt da ganz still drunter und will komplett seine Ruhe haben. Und wenn man da nur irgendwie ein bisschen Krach draußen macht, dann wird man furchtbar angeschrien. Jeder Luftzug stört. Ja, und häufig entkommt es zu Nuxvomica-Zuständen dadurch, dass jemand eben halt solche Exzesse gemacht hat, zu viel Kaffee, alkoholische Getränke zu sich genommen hat. Das vielleicht über mehrere Tage, weil er unbedingt irgendwie, was weiß ich, irgendeine Studie beenden möchte, irgendein Projekt bearbeiten möchte, die Nächte durchmacht und sich die ganze Zeit damit irgendwas zuknallt, um das zu schaffen, dann aber nicht schlafen kann und deshalb Schlafmittel nimmt, am nächsten Morgen benommen ist, dann was zum Aufputschen nimmt. Deshalb ist Nuxvomica häufig auch von Hahnemann so eingesetzt worden, dass er das in dem Sinne schon zur Entgiftung gegeben hat. Ja, dass da einfach auch mal Gifte ausgeleitet werden. Also zu viel Medikamente zum Beispiel. Wenn jemand zu viel Medikamente genommen hat, bekommen hat, dann hat er Nuxvomica eingesetzt. Das sind ja die Samen, die heißen bei Hahnemann dann Krähenaugen. Ja. Und Verdauungsbeschwerden, ganz großes Thema. Nun ist Nuxvomica eine Arznei, die hat tierisch viele Prüfungssymptome. Deshalb ist das so, wenn ihr, gerade wenn ihr ein größeres Repertorium benutzt, wie, weiß ich, so ein Synthesis oder Radar, wo also eben ganz viele Symptome drin sind, anders als beim Boga, dann werdet ihr, wenn ihr ganz viele Symptome eingebt, um den Fall zu repertorisieren, also rauszufinden, welches die passende Arznei ist, immer Nuxvomica vorne stehen haben, weil Nuxvomica eben die am meisten, ich glaube nach Sulfur, die am meisten geprüfte Arznei ist. Also unheimlich viele Prüfungssymptome gemacht hat, weil so viele Prüfungen mit so vielen Prüfern durchgeführt wurden. Das ist ja auch immer der Wunsch von uns Homöopathen, dass einfach die Arzneien noch besser, noch häufiger mit mehr Leuten geprüft werden, weil bei ganz vielen Arzneien wissen wir gar nicht, was die noch alles können. Aber das Problem ist, dass man heute nicht mehr einfach so eine Prüfung durchführen kann.
Also wenn man Heilpraktiker ist und eine Prüfung mit irgendwelchen Leuten durchführt, kann einen das die Heilpraktikerzulassung kosten. Denn es gibt dazu inzwischen ganz klare Anweisungen, dass eine Prüfung, auch wenn es eine homöopathische Prüfung ist, von einem akkreditierten Prüfungsleiter durchgeführt werden muss. Und so einer kostet einen Haufen Geld und deshalb macht das kaum noch jemand. Dann gibt es häufig so heutzutage nur noch so Sense-Prüfungen, wo jemand also sich einfach eine Arznei anguckt oder nur daran riecht und dann eben beschreibt, was er so empfunden hat. Verreibungen sind eine ganz interessante Variante. Die kann man auch ohne Probleme weiter durchführen. Da verreibt man ja einfach die Arzneisubstanz mit Milchzucker in verschiedenen Phasen bis eben in verschiedenen Potenzen und dabei beschreibt man dann die Empfindung. Und solche Verreibungen, die haben wir auch schon zusammen im Homöopathiekurs gemacht. Und sowas mache ich dann zum Beispiel auch immer in dieser Live-Homöopathie-Ausbildung hier bei mir zu Hause, die immer im Herbst, also im Oktober stattfindet. Aber wir werden auch ganz sicherlich irgendwann, ja, vielleicht noch dieses Jahr nochmal so online so eine Verreibung durchführen, weil das ist schon eine hochinteressante Erfahrung. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich den Leuten, die da mitmachen wollen, dann eben auch so einen Mörser zuschicke. Ich glaube, ich habe hier noch 20 Mörser und die Arzneisubstanz und dass wir uns dann zu einem Termin gemeinsam verabreden und sowas dann zusammen verreiben. Und da haben wir schon tolle Verreibungen gemacht, zum Beispiel auch mit dem Hafer. Und das war schon ziemlich beeindruckend, was da für Symptome sogar bei der Verreibung rausgekommen sind. Gut, ne, kleine einfach mal Aussicht darauf, was wir auch noch so alles im Kurs machen. So, und wenn Hahnemann jetzt hier so schreibt, Personen, welche sehr sorgfältigen, eifrigen, feurigen, hitzigen Temperamentes sind oder tückischen, boshaften, zornigen Gemütes, bei chronisch Leidenden mit vielem Kaffee und Wein trinken, besonders bei gewöhnlichem Aufenthalt in Stubenluft, wenn die also immer in der Stube hocken, und auch von anhaltenden Geistesarbeiten entstandenen Übeln. Gereiztheit des Nervensystems, das schreibt dann der Bönninghausen, ein Freund von Hahnemann. Nux vomica also ganz besonders. Der Bereich des Verdauungstraktes, aber auch alles andere. Ne? Ihr seht hier zum Beispiel auch so ein einwärtiges Schielen, das ist also überhaupt Schielen, dass es da so zu diesen Verkrampfungen und Lähmungserscheinungen kommt. Da ist Nux vomica auch interessant. Und hier hat dann Claudia dieses HB-Männchen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das HB-Männchen. Gibt ja keine Zigarettenwerbung mehr, aber früher gab es dann das HB-Männchen, das dann immer in die Luft sprang, wenn er sich ärgerte und dann kriegte er eine Zigarette und dann ging es ihm gleich wieder besser. Also im Prinzip ist Nux Vomica so eine Art HB-Männchen. Und Claudia hat hier gar nicht genug Platz auf der Folie gehabt für all die vielen Symptome, die Nux Vomica tatsächlich aufweist. Da muss man natürlich erstmal so ein bisschen. Werden wir in diesem Kurs Hausapotheke uns konzentrieren auf bestimmte Bereiche, aber ihr kriegt dann im Verlauf der Grundausbildung natürlich dann auch in den Aufbaumodulen immer wieder Fälle, wo man die Nux vomica-Wirkung ganz genau erkennen kann. Und es taucht eben auch häufig in Repertorisationen auf und da muss man sich einfach mal überlegen, wie kommt es, dass es jetzt hier drin ist? Was wird es sein, dass es hier jetzt drin ist? Und natürlich kann es auch Nux vomica sein. Ne? Also ist ja nicht so, dass man das dann immer wegschmeißt. Ach so, alles schon wieder Nux vomica ist ja immer vorne. Also natürlich gibt es auch häufig Nux vomica-Fälle. Ja, es ist auch die Thematik natürlich jetzt so ein Kater, ne? Also wo man die Nacht durchgesumpft hat und dann morgens sich total übel und fühlt und keiner darf einen ansprechen und so, da ist Nux vomica absolut auch hilfreich. Okay, kommen wir zu Phosphorus. Hier sehen wir den gelben Phosphor. Phosphor ist ja, kann sich ja von selber entzünden, sobald es so ein bisschen erwärmt wird. Deshalb ist das ja immer so gefährlich, irgendwie an der Ostsee, wo also früher irgendwelche Bomben dann gefallen sind und dann teilweise die Phosphorsteinchen an den Strand spülen. Und dann sucht man vielleicht so in MacPom so nach
Bernstein und so Phosphorsteine, die können so aussehen wie Bernstein. Wenn man sich das dann in die Tasche steckt, dann fängt das an zu brennen, ne? Schlimmste Verbrennung. Also ist schon ein sehr heftiges Element, natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Es ist für uns eben bei uns in den Zellmembranen drin. Es ist verantwortlich für den Aufbau der Zellen, also des ATP, also des Speichers, des Energiespeichers in den Zellen. Aber Phosphorus ist natürlich auch im höchsten Grade angreifend für die Leber, ja, bei einem zu hohen Phosphorspiegel im Blut hast du eine Azidose, also hat natürlich eine starke Giftwirkung. Und hier bei der Hausapotheke geht es vor allen Dingen um die Thematik Verdauungstrakt, aber auch Husten. Phosphorus ist eine tuberkulinische Arznei, das heißt, diese Thematik des Hustens spielt hier ganz große Rolle, aber auch Leber. Und beim Verdauungstrakt sind es eben diese heftigen Durchfälle. Bei Phosphorus haben wir eine große Erschöpfung und was immer so auffällig ist bei Phosphorus, ist dieser enorme Durst. Wir haben und die Ruhelosigkeit und auch brennende Schmerzen. Da könnte man denken, das hatten wir ja schon mal bei Arsen. Aber bei Phosphorus ist es so, die haben so viel Durst, dass sie auch riesige Mengen auf einmal runterstürzen, wo Arsenikum eben nur kleine Schlucke trinken würde. Wir haben auch ganz viel Angst bei Phosphorus. Die machen sich Angst um alles Mögliche. Die haben so ein ganz empfindliches, so ganz empfindliche Sinne. Die können spüren, wenn es jemand anders schlecht geht. Die können auch spüren, wenn irgendwie in einiger Entfernung irgendwas passiert ist. Die haben so eine fast so hellseherische Eigenschaften, weil die ungeheuer dünnhäutig sind. Und diese Dünnhäutigkeit bringt es auch mit sich, dass es bei Phosphorus unheimlich schnell zu Blutungen kommt. Das ist das große Blutungsmittel. Das machen wir dann auch in der Grundausbildung. Da gibt es dann immer so Materia Medica Termine, die also nicht regelmäßig, aber eingestreut sind, wo wir uns dann einfach mal eine Thematik anschauen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Thematik Blutung und da gehört Phosphorus dazu, genauso wie Millefolium, die Schafgarbe. Da ist auch Ipecacuanha damit dabei als ein Blutungsmittel. Also so stelle ich dann die Materia Medica auch nochmal vor. Gut, ja, da haben wir also diese Thematik der Dünnhäutigkeit, des leichten Blutens. Phosphorus geht es besser nach kurzem Schlaf. Ne? Dann kann es furchtbar schlecht gehen und dann legen Sie sich einen Augenblick hin, schlafen eine Viertelstunde und dann geht es Ihnen wieder gut. Und Sie haben ganz viel Bedürfnis nach Gesellschaft. Und dabei wollen Sie richtig die Hand von jemandem halten. Sie brauchen, das sind auch Menschen, die einen dann gleich anfassen, ne? Die einen also begrüßen und gleich irgendwie umarmen, anfassen, berühren wollen, weil sie diese Berührung, diese Nähe einfach brauchen, da holen sie sich Kraft raus. Und wenn ein Kind krank ist, also jetzt zum Beispiel Husten hat, vielleicht geht das auch schon in Lungenentzündung über, dann will das, dass die Mutter am Bett sitzt, oder auch der Vater, und die ganze Zeit die Hand hält. Das ist so ein, ja, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas sehe, dann ist das für mich schon typisch Phosphorus. Gut, wir kommen zu Pulsatilla, hier unserer Küchenschelle. Das ist so eine Anemone, ne? Das sind so diese Hahnenfußgewächse, die unheimlich viele Pflanzengifte mit sich bringen, zum Beispiel auch der Sturmhut Aconitum gehört in diese Familie. Das sind also die stärksten Pflanzengifte überhaupt. Hatte ich ja gestern beim letzten Termin am Montag gesagt, wenn solchen bei Alkaloidvergiftung, also gerade eben auch bei Vergiftung mit Sturmhut, auf jeden Fall Kohletabletten. Ne? Das ist die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu neutralisieren, dieses Alkaloid. Genau. So, bei Pulsatilla haben wir auch eine giftige Pflanze. Sie gehört auch gar nicht in die Phytotherapie, aber in der Homöopathie spielt sie eine ganz große Rolle. Und irgendwie passt das, dass sie hier nach Phosphorus kommt, weil von der Empfindlichkeit, der Empfindsamkeit
kommt sie dem Phosphorus fast gleich und kann damit auch durchaus verwechselt werden. Bei Pulsatilla haben wir typischerweise immer so gelbliche, schleimige Absonderungen, aber die sind milde, die reizen nicht irgendwie jetzt die Nase, sodass es da irgendwie zu Entzündungen kommt. Die Menschen sind sehr empfindsam, also tatsächlich wäre das ja ein deutlicher Hinweis auf Pulsatilla, wenn jemand, der sonst nie weint, mit einmal in der Krankheit anfängt, ganz viel zu weinen und die Tränen ganz schnell fließen. Und auch Pulsatilla hat ähnlich wie Nux vomica, weshalb das manchmal tatsächlich in der Repertorisation sich also fast nebeneinander steht oder nebeneinander steht, ganz viel Beschwerden im Verdauungstrakt. Also viel Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Was so auffällig ist, ist, dass dass Pulsatilla, so traurig sie sind, so verzweifelt sie weinen, ganz schnell wieder zu trösten sind. Da braucht nur jemand zu kommen und zu sagen, du, das wird alles gut, das ist alles fein und so ein bisschen hier anfassen und tätscheln, dann wird alles schon gleich viel besser. Und deshalb kann man hier auch von dieser Wechselhaftigkeit sprechen, ne? Von totalem Weinen wieder zum Lachen, so auch wie diese Pulsatilla, diese Küchenschelle sich so im Wind bewegt und ja, in dem Sinne so diese Wechselhaftigkeit da zu sehen ist. Pulsatilla ist typischerweise durstlos. Auch das heißt wieder, habe ich jemanden, der also jetzt ja, Verdauungsbeschwerden hat, Übelkeit, Erbrechen hat, Durchfall und der hat sonst normal viel getrunken und jetzt mit einmal will er gar nichts mehr trinken. Obwohl er erbrochen hat und obwohl er natürlich deshalb ausgetrocknet ist, weil er auch Durchfall hat, dann ist das auch ein schöner Hinweis auf Pulsatilla. Die Durstlosigkeit muss hier also sich auf jeden Fall gemerkt werden. Und dann, es ist eine große Empfindlichkeit gegen Kälte da, aber sie brauchen immer ein offenes Fenster. Also Frischluft ist ganz, ganz wichtig. Und so Bewegung, leichte Bewegung, also langsam umhergehen, vor allen Dingen in der frischen Luft, das bringt immer deutlich Besserung. Dann ist es eine ganz große Frauenarznei. Man kann sagen, dass Pulsatilla und Sepia die beiden typischen Hormonmittel sind. Also ganz viel Zusammenhänge mit Menstruation, vor allen Dingen eben auch der Menarche. Dann aber auch Schwangerschaft und bei der Menstruation natürlich auch PMS und dann nachher Klimakterium. Das gehört alles in den Bereich von Pulsatilla rein. Auch das ist eine riesige Arznei. Und dann sind wir bald am Ende angekommen, aber wir haben hier noch Rhus-Toxicodendron und Spongia. Und bei Rhus-Toxicodendron haben wir hier diesen Poison Ivy. Das ist also der Gift Efeu bzw. Gift Sumach. Und na, so da gab es so ein bisschen eine Verwechslung, weil es wird immer vom Efeu behauptet, dass der so wahnsinnig giftig ist und eben diese schlimmen Hauterscheinungen macht. Aber das ist nicht richtig. Also Efeu hat eine gewisse Giftigkeit, vor allen Dingen in den Beeren. Und deshalb sollten jetzt Kinder nicht irgendwie 20 Efeubeeren essen. Aber das tun die eh nicht, weil die furchtbar schmecken. Ansonsten muss man nicht den Efeu ausreißen, wenn man Kinder hat und das Haus mit Efeu bewachsen ist. Die Giftwirkung ist also wirklich nicht relevant. Wie gesagt, wenn, dann sammelt der Efeu das Gift in den Beeren. Und man hat das höchstwahrscheinlich hier mit diesem Giftsumach, mit dem Poison Ivy verwechselt. Das kommt aus dem amerikanischen Raum vor allen Dingen. Da wächst er sehr viel. Und wenn man sich dem Baum nähert, dann kriegt man und den da die Blätter anfasst, dann kriegt man ganz schlimme Hauterscheinungen. Also das führt zu übelsten Entzündungen, Beulen, also heftigsten Hauterscheinungen. Und Rhus-Toxicodendron ist für uns ganz besonders wichtig im Zusammenhang mit Schmerzen des Bewegungsapparates. Und diesmal ist es so, dass die Bewegung bessert. Das Gegenteil von Bryonia.
Auch rheumatische Beschwerden, die Bewegung bessert aber eindeutig. Vor allen Dingen ist es die fortgesetzte Bewegung. Und das heißt also auch zum Beispiel bei Arthrose, ne? Bei Arthrose ist es ja ganz typisch, dass die also am Anfang der Bewegung Schmerzen haben. Je länger sie herumlaufen, desto besser wird eben der Schmerz, weil dann auch die Synovialflüssigkeit fließt und so weiter und das dann gemildert wird, also abgepolstert wird. Hustox ist aber auch ganz groß bei überhaupt Erkältungserscheinungen. Eine typische Causa ist einerseits die Überanstrengung und andererseits das Kalt- und Nasswerden. Ne, Überanstrengung wie Überheben und ja, dann eben auch so lauter ja, erkältungsbedingte Erscheinungen, üble Folgen von Nasswerden, vor allen Dingen, wenn man vorher überhitzt war. Ne, wenn man also jetzt zum Beispiel irgendwie geschwitzt hat, weil es ein heißer Sommertag war und da hat man sich nicht die Kleidung gewechselt und dann sitzt man da noch abends nett und sitzt da in der feuchten Kleidung, es wird langsam kühler, dann hat man am nächsten Tag einen Hexenschuss. Ja, da hat man furchtbare Schmerzen mit einem Mal, Verkrampfung, Schmerzen und langsame Bewegung verbessert. Okay, und ich glaube, ich kann heute doch tatsächlich eine Punktlandung machen. Wenn wir jetzt zu Spongia kommen, Spongia, das ist der Meerschwamm. Es gibt tatsächlich zwei Arzneien. Das eine ist tatsächlich, es gibt auch die Spongia cruda, so ähnlich wie mit Coffea cruda und Coffea tosta. Aber das ist beides dasselbe. Also sowohl der rohe Schwamm als auch der geröstete Schwamm haben dieselbe Arzneiwirkung. Es gibt also keinen Unterschied. Und bei Spongia, da ist der Husten besonders wichtig. Und zwar ist das so eine Empfindung, als hätte man einen Schwamm im Hals. Ja, also richtig so, als hätte man so einen Schwamm im Hals. Es betrifft vor allen Dingen den Kehlkopf. Es ist ein harter, ja, hämmernder, keuchender, krächzender Husten. Mit auch so einer Empfindung, als hätte man da irgendwie so einen Schwamm in den Atemwegen. Ne? Man kann es ja gar nicht gegen anatmen. Außerdem ist Spongian als ein Meeresmittel, ja, hier hat Claudia so schön diesen bellenden Husten, genau, eben habe ich das bellend als Wort nicht gefunden. Ne? So, ihr kennt das, wenn so ein Seehund so, ich kann das gar nicht nachmachen, so bellt. Ne? So hört sich der Husten an. Und es ist ein so, ne? Das ist so, und auch so ein Sägen, als würde man durch irgendwie trockenes Kiefernholz sägen. So hört sich dann die Atmung auch an. Als ein Meeresmittel ist es durch, also es kommt ja aus dem Meer und da gibt es dann also auch durchaus so Bezüge auch zum Harntrakt, ne, was wir also auch zum Beispiel bei Sepia finden und anderen Meeresmitteln. Aber wo es nochmal besonders viel genannt wird und eben auch viele Fälle zu finden sind, das ist eben der Bezug zum Herzen. Herzklopfen mit Schmerzen und Schnappatmung. Angina pectoris-Beschwerden mit so Einschnürung. Und eigentlich ist es jedes Mal so dieses Gefühl, ne, bei so einer Angina pectoris hast du ja auch das Gefühl, da ist die Brust zu eng und das ist da alles voll. Und ja, man kann das richtig so wie so ein Schwamm, den Claudia hier an die Seite gemalt hat, so beschreiben. Okay, wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen und ich möchte euch einfach noch mal kurz hier in der Freigabe auf diesen Grundlagenkurs der Homöopathie hinweisen. Also ihr könnt da einfach, ich habe da die Verlinkung in dem Dokument, das ist da auch immer noch zu finden, aber ich kann es jetzt hier noch mal kurz reinstellen. Da findet ihr auch den Link dazu. Das ist komplett. Also das könnt ihr einfach so machen. Ich sehe auch nicht irgendwie eure Ergebnisse oder sowas. Und dann könnt ihr, weil das ist so ein bisschen, es ist eigentlich gar nicht richtig wie ein Test gemacht, aber es sind auch so ein paar kleine Fragen drin. Und wie gesagt, wenn ihr dann das durchführt, dann gibt es da vier Lernmodule
Und da könnt ihr dann eben die wichtigsten Grundlagen der Homöopathie auf diese Art und Weise schon lernen. Das ist auch gut und richtig wichtig für das bessere Verständnis des jetzt weitergehenden Kurses. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute dabei wart. Es geht nächsten Montag weiter. Und dann kommen wir schon mal wirklich in die Fälle hinein, beziehungsweise das nächste Thema sind die Verletzungen, also Einsatz der homöopathischen Hausapotheke bei Verletzungen. Und ja, dann wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit, ne? Schwitzt euch hier nicht irgendwie, macht euch hier nicht zu fertig mit dem doll heißen Wetter. Also bei uns ist das noch nicht angekommen, also es ist hier nicht heiß. Aber im Süden ist es wahrscheinlich schon sehr heiß. Ja, wir sind hier im Norden, das ist immer alles ein bisschen gemäßigter. Tschüss und ja, bis nächste Woche.